Guten Morgen zum zweiten Teil der Reaktion auf den radikalen Demokraten gegen Proletopia. Das ist ein Talk, der ist jetzt schon über ein Jahr her, aber Dara entlarvt dort ziemlich zeitlos die Abgründe der Woke-Ideologie, sein Vorgehen gegen politische Gegner und allgemein dieses totalitäre Politikverständnis. Eigentlich hatte ich mich mit Seller verabredet, aber der ist noch nicht da, aber der wird bestimmt später noch dazustoßen. Aber ja, fangen wir trotzdem ohne ihn schon mal an. Arbeiter, Ja, ein doch, Schwurbler, auch doch. nicht jeder Klar, Arbeiter natürlich. findet Sarah Wagenknecht super. Super, schau mal. Der Punkt ist, Sarah Wagenknecht, ja, was sie tut, hast du ihr Buch gelesen? Also das letzte, Welches? die Selbstgerechten? Ja, was sie sagt, ist einfach, man muss mehr auf diese Menschen eingehen. Ja, was Sarah Wagenknecht tut, ist, sie ist eine Populistin. Ja, was Sarah Wagenknecht tut, ist, sie geht komplett auf Menschen ein. Deswegen sagt sie auch zum Beispiel, Sanktionen gegen Russland sind scheiße. Ja, Höcke und seine Freunde sagen, Sanktionen gegen Russland sind scheiße, weil sie, so wie ich das glaube, ich weiß das nicht, mit russischen reichen Leuten zusammenarbeiten will. Das würde ich der AfD nicht unterstellen und erst recht nicht dem sozialpatriotischen Flügel um Höcke. Also die AfD ist eine nationalistische Partei und sie vertritt die Interessen der deutschen Nation, so wie sie sie versteht. Das heißt, sie ist natürlich erstmal dafür, dass Deutschland billige Energie bekommt. Sarah Wagenknecht fordert billige Energie, weil das eben den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung dient. Also wenn wir weniger für Strom, weniger für Gas, weniger für alle möglichen Produkte des Alltags, die in unserer Industrie hergestellt werden, bezahlen müssen, dann ist das natürlich in unser aller Interesse. Also ist die Argumentation von Sarah Wagenknecht und der AfD hier fast deckungsgleich. Und es ist ja auch eigentlich ziemlich evident, dass wir uns nicht von unserem wichtigsten Rohstofflieferanten abkoppeln sollten. Höchstwahrscheinlich oder mit der russischen Politik irgendwie verbunden sind, ja? Sie haben ja früher auch schon Veranstaltungen auf der Oder Krim einfach, gehabt und so weil weiter und so sie fort, ja? Putins Weltanschauung unterstützen. Das auch, das ist sicher auch ein Thema, auf jeden Fall, Ja, aber ich keine kann es dir Frage. Warte, warte, erklären, warte, wenn du ist ja kein Ding. möchtest. Ich möchte nur was sagen. Sarah Wagenknecht, ja, die macht etwas anderes. Die sagt, weg, Sanktionen weg von Russland, weil es schadet der deutschen Bevölkerung, den armen Menschen in Deutschland. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Gründe. Vollkommen. Und dass du das nicht erkennst, ist traurig. Weil das ist ja, Das was linke erkenne Politik ich, aber ausmacht. ich erkenne Ja, wie kannst auch, du wenn das das dann einfach nur ein vergleichen, wenn du das weiterer Trick erkennst? ist. Wow, warte, 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 warte. Wenn du das einfach dann vergleichst mit Höcke, wie kannst du das machen? Weil das. Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die weniger interessante Frage. Die interessantere wäre, wieso forderst du eine Politik, die gegen die Interessen der Mehrheit in Deutschland ist? Das ist ja das Gegenteil von linker Politik eigentlich. Ist links, ist es eher nicht wahrscheinlich, dass Höcke vorgibt, ein Linker zu sein, was er nicht ist, und Sarah Wagenknecht einfach authentisch das macht, was Linke machen, nämlich Nein. einfach sich wirklich um die arme Bevölkerung zu kümmern? Absolut nicht. Das Ab, macht die nein. Linke mit ihrem Programm und viele andere Politiker und Politiker der Linken sowieso. Die Linken haben beispielsweise die Sanktionen gegen Nord Stream befürwortet, also damit explodierende Gaspreise. Die Linke macht das absolut nicht. Die Linke hat ihr Programm, was sie früher mal vertreten hatte, komplett verraten. Schon. Nein, tun Sie nicht. Und Tut mir wesentlich leid. effektiver und besser. Nein, tun Sie nicht. Tut mir leid. Sie sind nicht Noch entschieden. tun Nein, sie Sie sind eher nicht weh. entschieden. Weder bei der Russlandfrage noch bei der also bei der Kriegfrage da und bei den Sanktionen noch bei der Geschichte bei Covid noch bei all diesen anderen Themen war die Linke auf der Seite von Sarah Wagenknecht. Sie haben mehrmals darüber geredet, Sarah Wagenknecht deswegen aus der Partei auszuschließen. Da kannst du nicht sagen, nein. Sie sind die auch, die machen dann die Linken Ja, aber die machen das sind, schon. Machen das nicht. nee, pass Nein, tun auf. Sie nicht. Sie stellen sich Man nicht muss auf die nicht Seite des Volkes, mit nein. Sarah Wagenknecht einer Meinung sein, um auf der Seite der einfachen Leute zu sein. Nein, Verstehst du? aber wenn man Gerade auf dann, der wenn man nicht Seite, mit ihr nein, einer aber wenn man Meinung auf ist, der sondern wenn Seite, man konsequent linke Politik nein, 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 verfolgt, du dass man verstehst dann nicht. eben auf der Seite Du ist von verstehst einem. nicht. Habt ihr richtig zugehört? Konsequente linke Politik ist es, wenn man Politik gegen die Interessen der Mehrheit macht. Jedenfalls, wenn man Dara hier Glauben schenkt. Einfachen Nicht. Leuten. Wenn du auf der Doch, ich Seite verstehe von das sehr einfachen, gut. wenn du auf der Seite von einfachen Leuten wärst, würdest du so wie Sarah Wagenknecht reden. Das ist der Punkt. Ja? Das ist der Das Punkt. nein, absolut Natürlich. nicht. Na, selbstverständlich. Nein. Na, selbstverständlich. Nein. Na, du verlangst doch keine Sanktionen, wenn du siehst, dass Menschen sich einfach ihre Heizung nicht leisten können, dass sie nichts zu essen haben und ihre Ja, Miete nicht doch. zahlen können. Trotzdem verlangen, siehst du? Siehst du? Und Doch. Ja, natürlich verlange ich Sanktionen, wenn die Preise explodieren und viele Haushalte mittlerweile sogar bei den Lebensmitteln sparen sollten. Ich meine, was sollte ich denn sonst verlangen? Interessieren mich die Interessen der Mehrheit irgendwie? So.
Du bist gegen die kleinen Leute und dann wunderst du dich, dass sie dich nicht wählen. Du glaubst, die sind dumm. Du glaubst, die sind Verschwörungstheoretiker. Du behandelst sie die ganze Zeit von oben. Deswegen heißt das Buch Die Selbstgerechten. Ja? Und deswegen wundert sie euch dann, dass ihr 4,9% habt. Ich wundere mich, dass ihr nicht 2,1% habt. Werdet ihr aber haben in 3 Jahren. Wirst schon sehen. Ja? So, das ist, wohin ihr euch entwickelt. Weil ihr disst einfach den kleinen Mann. Ja? Ihr disst einfach den kleinen Mann. Und das wird einfach zurückkommen. Deswegen hat man ja. Tyler Durden schreibt es gerade im Chat: Dara sollte mal einen Winter lang ohne Heizung und warm Wasser sein. Ja, vielleicht würde er sich dann etwas mehr für die materiellen Interessen von Leuten interessieren, denen es genauso geht. Deswegen macht man ja auch Politik für die Menschen. Und hat eben ein linkes, progressives Programm mit wirtschaftlichen Forderungen, die den Menschen dort helfen. Ja, nur jedes Mal, wenn es dann darum. Ja, nicht, wenn man von oben herab der Meinung wäre, die Leute sollen alle in Armut leben und im Elend. Weil diesen Jahr 4% Reallohnverlust 2022. Der größte Reallohnverlust der letzten Jahrzehnte. Das ist das Ergebnis einer Politik, wie sie Dara befürwortet. Dara hat doch gar keine linken Interessen. Dara hat Interesse an Macht. Ja, absolut. Ja, alle verschwurbelt. Nein, wir haben immer noch. Das hast du gerade vorher gesagt, als es darum geht, warum sie die AfD wählen. Wir versuchen, die Verhältnisse für die Menschen zu verbessern und haben. Ja, 4% Reallohnverlust, das ist laut Dara eine Verbesserung der Verhältnisse. Also kann man sich nur noch an den Kopf fassen. Also kann man sich eigentlich schon das ganze Gespräch über. Das als politische Positionen, die dann auch ausgedrückt werden. Nur ist es nun mal so, dass die Linke keinen eigenen Fernsehsender hat oder keine eigene Massenzeitung und ihre Punkte nicht einfach mal ebenso in den Mainstream rausbringen kann. Hat Sarah auch nicht. Und trotzdem auch Sarah Wagenknecht, dadurch, dass sie nun mal ihre verschwurbelten Positionen darbringt, verschwurbelte Position, Dara konnte bis heute keine einzige Verschwörungstheorie, was auch immer das sein soll, er konnte nicht mal eine Definition von Verschwörungstheorie nennen, vorbringen, die Sarah Wagenknecht irgendwann mal verbreitet hat. Dara denkt sich hier das einfach aus. Mehr Leute einsetzen, unglaublich. Ich als immer sehr wachsam bei den, wachsam, wenn es darum geht, dass wohin das Geld fließt in Medien und Wirtschaft und was weiß ich was, eigentlich ziemlich schnell darauf kommen, dass zum Beispiel, wenn der Axel Springer Verlag sie sehr gerne einlädt, das halt auch seine Gründe hat. Und dann hat sie nochmal die ganzen rechten Zeitungen, die sie inzwischen immer wieder propagieren. Und das tun sie nicht wegen irgendwie ihren wirtschaftlichen Thesen oder so. Und da hat dann Sarah Wagenknecht nun mal den Vorteil, dass durch das, was sie sagt, sie immer wieder viel mehr Aufmerksamkeit generieren kann. Und dann finden Leute sie nun mal wesentlich besser. Und die Linken kacken ab, aber... Also sie hat Aufmerksamkeit, halt sagen, deswegen finden die Leute... Real Guni schreibt gerade im Chat, Meinung mit Schwurbel gleichzusetzen ist maximal verloren. Absolut. Und das macht Dara hier andauernd. Jede Analyse, die ein bisschen von der seinigen abweicht, ist laut ihm Schwurbel, Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas in die Richtung. Sehr gut. SPD, Grüne haben nun mal auch sehr viele Prozente. Also offensichtlich gibt es in der Bevölkerung großen Hang dazu, dass sie zumindest linke Politik möchten. Die Ampelkoalition hat laut aktuellen Umfragen keine Mehrheit mehr. SPD und Grüne stehen bei etwas über 10%, nagelt mich jetzt nicht auf die ganz genauen Werte fest. Die FDP muss darum bangen, aus dem Bundestag zu fliegen. Alle drei Parteien kommen zusammen, wenn es hochkommt, vielleicht auf 30%. Also so steht die Ampelkoalition gerade in Umfragen da. Die Mehrheit der Bevölkerung scheint diesen wirtschaftlichen Selbstzerstörungskurs der Ampel sowie den Kriegskurs gegenüber Russland und China nicht vorbehaltlos unterstützen zu wollen. Also so ist jedenfalls meine Interpretation. Und das aber einfach in anderen Parteien sehen und nicht bei den Linken. Mhm, genau. Schau, du hast bis jetzt in diesem Gespräch, du bist ja bei der Partei Die Linke, gell? Du hast jetzt in diesem Gespräch gesagt, die Menschen sind Verschwörungsdullis, sie sind einfach sehr naiv, sie fallen auf Shit rein, Sanktionen sind gut, scheißegal, dass es den Menschen schlecht geht und dann sagst du, wieso wählen sie mich nicht, wieso mögen sie mich nicht? Sanktionen sind gut. Ich habe dich gerade vorher gefragt. Wann habe ich das gesagt? Ich verteidige die nur die ganze Zeit. Also ihr merkt es ja, Dara stellt Fragen, deren Antworten er selber kennt und die eigentlich auch jedem Zuschauer, der zugehört hat, klar sind. Er macht das wahrscheinlich, um Zeit zum Nachdenken zu bekommen, um sich irgendeinen neuen Unsinn auszudenken. Die Linke ist nicht gegen Sanktionen. Und deswegen einfach, wenn sie nicht gegen Sanktionen sind, brauchen sie sich wundern, nicht wundern. Antwort nicht eine gewisse differenzierte Antwort. Es gibt keine differenzierte Antwort. Ist gut oder schlecht, ja oder nein? Was, ein bisschen Sanktionen oder was?
Zum Beispiel, das könnte ja auch das Richtige sein, vielleicht auch 90% von den Sanktionen, die wir jetzt machen, man weiß es nicht, können das natürlich jetzt irgendwie ausklabautern, aber das führt halt zu nichts. Ja, man weiß es nicht. Also sollten wir vielleicht nur 50% von dem Gas, was wir uns gerade nicht bekommen, sollten wir vielleicht nur 50% des Gases importieren, damit unsere energieintensive Industrie nicht ganz so derbe abstürzt. Es ist das für eine bescheuerte Argumentation. Wir brauchen Russland als Rohstofflieferanten und die ganzen Sanktionen, die gegen die russische Realwirtschaft gerichtet sind, die richten sich auch gegen unsere Realwirtschaft und diese deswegen aufzuheben. Ob man hier jetzt einige Oligarchenvermögen einfriert oder nicht, das ist keine relevante Frage. Also kann man von mir aus machen, kann man von mir aus lassen. Also ich habe absolut keine Sympathie für irgendwelche Superreichen, egal ob sie aus Deutschland, Russland oder sonst woher kommen. So, aber das Ding ist halt, dass die Versorgung beispielsweise aktuell gesichert ist. So, und dann muss man schauen, wie das in Zukunft weitergeht. So, aber darum geht es gerade gar nicht. Das Ding ist, dass, wenn ich dir noch mal ein bisschen Aufklärung zukommen lassen kann, ist dir bewusst, dass... Hört jetzt zu. Das hören wir uns nochmal an. Das ist schon viel zu oben herab. Weitergeht. So, aber darum geht es gerade gar nicht. Das Ding ist, dass, wenn ich dir noch mal ein bisschen Aufklärung zukommen lassen kann, ist dir bewusst, dass auch... dass auch Putin zum Beispiel Herr Lehrer verschwörungsideologisch angetrieben ist. Wenn ich dir ein bisschen Aufklärung zukommen lassen kann, Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, das ist die Erklärung für alles. Wagenknecht, Putin, AfD, alles Verschwörungsideologen. So, damit ist die politische Analyse beendet. Und das hier bezeichnet Dara als unironisch, als Aufklärung. Er meint das hier alles ernst. Das ist kein Satireauftritt oder so. Und Dara ist auch keine Kunstfigur. Er meint das, was sie hier behauptet, alles ernst. Aufklärung gleich Kriegspropaganda, schreibt gerade Imd, ist der Beste im Chat. Ja, absolut. Das Narrativ von Russland ist, warum sie die Ukraine erobern möchten. Ich glaube, der hat gesagt, die Entnazifizierung oder beziehungsweise Rückführung zum Volk. Also der hat dieses Volksideologie, blabla, was typisch traditionelle Rechte haben. Ja. Damals, ich weiß, ich muss jetzt mal aufs exakte Datum gucken, die russischen Friedensbedingungen, die haben sich nämlich verschärft. Aber ja, die Argumentation, die Putin seinem Volk vorgelegt hat, ein Jahr her, 22.12.2022, okay, da waren die russischen Friedensbedingungen meines Wissens nach auch schon so wie heute. Also, Russland fordert die Anerkennung der territorialen Realitäten, die Neutralität, Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine. Das sind die russischen Bedingungen und über die muss man verhandeln. Über das es am meisten Verhandlungen geben wird, sind die Neutralität sowie die Anerkennung der territorialen Realitäten. Denn Entnazifizierung und Demilitarisierung, also Demilitarisierung versteht sich eigentlich von selbst, dass die Ukraine nicht zu einem hochgerüsteten NATO-Stützpunkt werden soll nach Ende dieses Krieges, um gleich für den nächsten Krieg vorbereitet zu sein. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das, vor allem, wenn sie da neutral ist. Die Entnazifizierung, ja, das ist ein sehr schwammig gehaltener Begriff. Heißt das jetzt nur, dass die faschistischen Milizen von Russlands Grenze abgezogen und entwaffnet werden sollen? Also wenn es das heißt, dann kann man das, glaube ich, relativ schnell abhaken. Also wie gesagt, diese zwei Begriffe, diese Entmilitarisierung und Entnazifizierung, die sind nicht so wichtig. Wichtig sind Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten. Es hat sich verschärft. Zu Beginn des Krieges, im Frühjahr 2022, war Russland bereit, ohne Annexionen einen Frieden mit der Ukraine zu schließen, wenn sich diese für neutral erklärt. Das hat die Ukraine auf Druck des Westens nicht gemacht. Das hat mittlerweile sogar schon der ukrainische Chefunterhändler bestätigt. Putin glaubt, dass die Probleme der Welt dadurch verursacht werden, dass es nun mal auch eine Verschwörung gibt, die Globalisten, die die Probleme nun mal verursachen und und deshalb die Ukraine eigentlich von Natur aus zu Russland gehören sollte. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer sind eigentlich ethnische Russen und stehen aber einfach nur gerade unter dem Bann oder der Gehirnwäsche von den Globalisten und bilden sich ein, Ukrainerinnen und Ukrainer zu. Das ist Putins Argumentation sehr verfälscht wiedergegeben. Putin hat gesagt, dass die Bolschewiki die Ukraine geschaffen hätten und die Grenzen, also was an sich zwar richtig ist, was aber überhaupt nichts am völkerrechtlichen Status der Ukraine ändert. Also es ist völlig egal, ob vor Jahrzehnten irgendein Stalin oder Lenin Grenzen gezogen haben. Tatsache ist, dass diese Grenzen laut heutigem Völkerrecht
als heutige Staatsgrenzen anerkannt sind und man sie deswegen trotzdem zu achten hat. Also völkerrechtlich ist Putins, also ist natürlich keine völkerrechtliche Argumentation, sondern so eine phalangenetische, die für die heutige Politik eigentlich keine große Rolle spielen sollte. Aber dass Lara jetzt schon wieder mit Verschwörung kommt, das war natürlich klar. Zu sein. Mhm. Und deshalb müssen diese Menschen befreit werden und dadurch der Einfluss der Globalisten muss zurückgedrängt werden. Mhm. Und indem das, wenn das gelingt, dann ist sozusagen die Ordnung, die eigentlich vorgesehen ist, wieder erreicht und die Probleme der Welt sind geringer zumindest, bis dann die Globalisten endgültig besiegt sind. Ja, Putin ist ein Merkurius schreibt gerade, Deutschland und Europa haben kooperativ mit Russland agiert. Das stimmt überhaupt nicht. Man hat Russland beispielsweise 2014 bei dem Minsk-2-Vereinbarung komplett über den Tisch gezogen. Mittlerweile haben sowohl Merkel als auch Poroschenko als auch Hollande bestätigt, dass man diese Minsk-Vereinbarung nur geschlossen hat, um die Ukraine für einen neuen Krieg hochzurüsten. Ein Krieg, von dem Selenskys Präsidentenberater schon 2019 gesprochen haben, dass er auf jeden Fall kommen werde. Also, ja. Dieser Krieg ist auch im Westen schon länger geplant worden, was jetzt nicht heißt, dass Russland ihn nicht angefangen hat. Aber jetzt zu sagen, ja, der Westen, der hat sich immer kooperativ verhalten und versucht, auf Russland zuzugehen, nein, das stimmt nicht. Gerade in den 90ern, da hat das westliche Kapital Russland ausgeplündert und der russischen Regierung wurden mehr oder weniger vom IWF ihre gesamte Wirtschaftspolitik diktiert. Und das hat zu einem gigantischen Verfall geführt. Also, dass man in Russland so skeptisch auf alles blickt, was aus dem Westen kommt, hat auch mit im aggressiven wirtschaftlichen Vorgehen des Westens in den 90er Jahren zu tun, wo Russland sich dem Westen ausgeliefert hat, weil man halt keine wirtschaftspolitischen Rezepte hatte. Also man ist zum Kapitalismus übergegangen, die Sowjetunion war zusammengebrochen und man wusste nicht, wie man diesen Systemwechsel schaffen soll. Da hat man sich bei WWF und bei westlichen Institutionen Rat geholt und die haben da ein wirtschaftliches Desaster angerichtet. Davon profitiert hat dann natürlich das westliche Kapital. Ja, warum wir so viel russisches Gas importiert haben, weil es billiger war, weil wir damit eine große energieintensive Industrie aufbauen konnten. Wir sehen es ja jetzt, die Produktion in der energieintensiven Industrie befindet sich in Deutschland 20% unter der von Kriegsbeginn. Also selbstverständlich importieren wir Gas daher, wo es am billigsten ist. Alles andere wäre ja Hirnverbrannt und genau das machen wir ja gerade. Wir importieren Flüssiggas, das viel, viel teurer ist als das russische Gas und zerstören damit unsere Industrie. Ein Trottel, ja, aber... Um was geht's? Er ist ein Verschwörungsideologe, oder? Also die USA haben Nord Stream beispielsweise schon, also so einfach wie es ist, Merkurius, so einfach wie du es darstellst, ist es tatsächlich nicht. Die USA haben schon seit längerem versucht, Nord Stream, vor allem Nord Stream 2 zu torpedieren. Die haben dort sogar völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen verhängt, mit dem Ziel, amerikanisches Fracking-Gas nach Europa zu bringen. Oder? Naja, ich würde sagen... Ja, es ist so einfach. Russland war einfach am günstigsten und die deutschen Regierungen, die waren noch nicht auf diesem komplett radikal antirussischen Kurs, der in den USA schon Common Sense war. Also man hat ja gesehen, dass alle amerikanischen Regierungen von Clinton bis Biden jetzt eine extrem aggressive Politik gegenüber Russland gefahren sind. Dass sie Abrüstungsvereinbarungen aufgekündigt haben, dass sie versucht haben, pro-russische Regierungen überall auf der Welt zu stürzen, sei es in Libyen oder in Syrien. Also Russland befindet sich in einer strategischen Defensive und die USA sind extrem aggressiv vorgegangen und die osteuropäischen Länder, die auch immer auf Aufrüstung und Konfrontation gesetzt haben, also solche Staaten wie Polen beispielsweise, die haben das immer unterstützt. Er benutzt das einfach. Strategische Defensive. Das hat, also du weißt, was das meint. Der russische Einflussbereich zieht sich nach und nach zurück. Er war 1991 größer, also 1992, da hatte sich ja die Sowjetunion gerade aufgelöst, war der russische Einflussbereich größer als heute. Also damals waren die ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken ja mehr oder weniger russische Satellitenstaaten, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Sie hatten keine andere Wahl, als sich Russland anzubiedern. Und nach sind dort Staaten aus dem russischen Einflussbereich rausgebrochen, beziehungsweise Staaten, die eher auf Kipp standen, sind Richtung Westen gewandert. Und mittlerweile ist der russische Einflussbereich extrem klein. Auch die Ukraine ist mittlerweile ein westlicher Satellit. Und Russland versucht, diese Entwicklung in der Ukraine jetzt mit militärischer Gewalt aufzuhalten. Einfach für seine Interessen nützt er diese Narrative raus und verblödet Menschen, ja. Ich würde nicht sagen, dass er selber so... Sturmhaube, natürlich gibt es eine ethnische Zugehörigkeit. Also vor allem erkennbar an der Sprache. Ich glaube, die Sprache ist da das absolut Wichtigste. Das ist viel weiter verbreitet. Merkurius, es geht doch hier nicht um Rechtfertigen.
Es geht darum zu erklären, warum Staaten so handeln, wie sie es tun. Es geht darum, nicht darum zu sagen, es ist moralisch richtig, was die Staaten tun. Also keiner dieser Akteure, von dem ich gerade gesprochen habe, weder Schröder noch Merkel noch irgendeine US-Regierung noch der IWF noch Trump noch Putin noch sonst irgendwer, ist für mich jemand, den ich moralisch hochheben würde. Es geht hier nicht um Moral. Es geht einfach darum zu erklären, warum Staaten so handeln, wie sie es tun. Und darum, wie ich das bewerte, darüber, wie ich das bewerte, habe ich gar nicht gesprochen. Ich lehne das Handeln von all diesen Akteuren größtenteils ab. Aber das tut hier nichts zur Sache. Vor allem gerade bei autoritären Herrschern, dass die Mercurius, das habe ich nicht gesagt. davon ausgehen, dass das eigentlich so ist, wie es sein soll, dass sie oben sein sollten und dass, wenn Probleme auftauchen, dass sie dann fest davon überzeugt sind, da muss Ja, irgendwie was im Putin. Busch sein. Eigentlich sollte Ja, ich das super Putin. gut machen. Warte mal, Putin redet ja auch davon, dass er Gay-Europa befreien wird. Also Richtig, der ist weil auch ja Homosexualität ist ja LGBTQ-feindlich. von den Juden erfunden worden. Der ist ja, na, dass er das sagt, weiß ich jetzt nicht. Ja, das Das ist das. höre Gerade, dass der gute Seller verfügbar ist. Ich rufe ihn mal kurz an, dann können wir gleich starten. Zeller, bist du da? Okay, er scheint noch nicht da zu sein. Ich hatte jetzt einen Anruf gestartet, aber gut, dann reagiere ich halt ohne ihn erstmal weiter. Das ist genau die gleiche Narrative, die gab es schon immer. Aber dass er das jetzt gesagt hat, weiß ich nicht, das habe ich noch nie gehört. Es ist typisch Aber dass er. rechtsextremer Diskurs. Transmenschen sind zum Beispiel auch einfach nur eine Erfindung der Juden oder Globalisten, Ja, aber das die heißt sich nicht, dann dass er den sagen. vertritt. Darüber Und reden dass die wir. dann, und wenn man dann die Globalisten besiegt, dann sind halt die Transmenschen auch verschwunden. Und sie sorgen und über die Ja, Medien. dass hier der Globalismus, also ein ganz normaler Begriff aus der Soziologie, wird hier von Dara in die Nähe von Antisemitismus gerückt. Das nichts miteinander zu tun hat, was einfach nur eine ganz üble Verleumdung ist. Also ist jetzt gegen Putin gerichtet. Also weiß gar nicht, also Dara macht das hier natürlich, um Putin noch mehr zu dämonisieren, als man es im westlichen Diskurs ohnehin schon getan hat. Aber da gibt es natürlich null faktische Basis dafür, Globalismus und Antisemitismus irgendwie in einen Topf zu rühren. Ja, Und das ihre verbreiten Rechte, aber ob Anspruchsnahme er das auf gesagt hat. Bildung und so weiter, sorgen sie dafür, dass Transmenschen existieren und Dara, dann Dara. finden sie dann immer zum Beispiel, oh, bei Netflix gibt es eine neue Serie, Dara. die sorgt dafür, dass es mehr Transmenschen gibt. Und indem wir dann die Dara. bösen Globalisten besiegt haben, sind die Transmenschen alle verschwunden und die Transmenschen, die werden uns sozusagen, oder die böse Verschwörung versucht uns alle trans zu machen, weil das schwächt nun mal Dara. die deutsche Nation und die Dara, Familie das hast du und gut gelernt, um was es geht bei denen, aber was hat das mit Putin zu tun? Es gibt ja nicht ein, Putin genau das sagt das ja Gleiche nicht. dort. Das ist ein super Hat er verbreiteter das Mythos, gesagt? den Hat er das unter gesagt? das verbreitet er und das Nein, verbreiten hat er auch das eben seine explizit Anhänger, das gesagt? verbreitet zum Beispiel auch Russia Today. Hat Ohne er Ende. Viel das? offener als rechte Medien das hier könnten. Hat er Weil das dort. explizit? Sehr einfache Frage, Dara. Hat Putin das so gesagt, wie du es hier gerade beschreibst? Gesagt. Ja. Explizit das. Okay, gut. Ja, Das weiß ich nicht. Okay, gut. das ist Alles überhaupt nicht klar. kontrovers, das ist super verbreitet in rechtsextremen Diskursen. Jetzt könnte man noch auf die nach der Quelle fragen und ich wette mit euch, dass die nicht das belegt, was Lara hier gerade behauptet. In den USA, das ist verbreitet in Okay, Europa also dass und Putin das natürlich auch gesagt hat, weiß ich Russland. nichts davon, aber gut, okay, wenn du das Überall sagst, immer ich das glaube dir mal. Gleiche. Für die gelten, können Ist egal, homosexuelle aber Menschen worauf willst du oder hinaus? Menschen in der Natur nicht vorkommen. Ja, Die sind der genau. Meinung, Sie dass sind das ist natürlich. LGBTQ-feindlich, ich weiß, ja. Aber auf was willst du Ja, hinaus? aber du musst dich mal fragen, warum. Und das liegt nun mal daran, dass sie der Meinung sind, dass es unnatürlich ist. Ja, ich Und der weiß. Grund, warum das trotzdem existiert, da kann dann nur eine Verschwörung dahinter stecken. Und daran glauben dann zum Beispiel auch rechtsextreme. So, Zeller, bist du jetzt da? Ja, ich Ah, sei war eben schon gegrüßt. da. Ich wollte dich jetzt nur nicht, ich wollte Das das ist Video nett, nicht das ist unterbrechen. nett. Hatte mich gerade schon gewundert. Warte, ich musste noch den Talk übertragen. So, jetzt sind wir wieder da wie gestern. Ich hatte schon mal angefangen. Du Ja, warst vorhin nicht kein da Ding. und ich Ich war wollte ein jetzt bisschen hier spät nicht. heute, ja, kein Problem. So, dann machen wir jetzt weiter.
junge Menschen, die dir gerade zujubeln. Wow, hey, bitte. Darüber wollte ich dann auch ganz gerne mit dir sprechen. Okay, jetzt war ich gerade ein bisschen raus, weil ich gerade den Anruf im Zeller geklärt hatte. Letzten 20 Sekunden wiederholen wir es nochmal. Ja, hey, aber du musst dich mal fragen, warum. Und das liegt nun mal daran, dass sie der Meinung sind, dass es unnatürlich ist. Ja, und ich weiß. Der Grund, warum das trotzdem existiert, da kann dann nur eine Verschwörung dahinter stecken. Und daran glauben dann zum Beispiel auch rechtsextreme Menschen, die dir gerade zujubeln. Wow, hey, bitte. Darüber wollte ich dann auch ganz gerne mit dir sprechen. Komm, bitte, unter der Gürtellinie, ja. Also da laut Dara 80-90% aller AfD-Wähler rechtsextrem sind, ist natürlich auch ein Großteil von Proletopias Community rechtsextrem. Ich finde das interessant, ne, dass er das so sagt und jetzt beim Boris von Morgenstern-Gespräch überhaupt nicht so, ne? Also der hat jetzt mit Boris von Morgenstern geredet und da kamen komischerweise nicht so Sachen, guck mal auf deine Community, Boris, oder so Sachen, ne? Komischerweise machen sie das nur bei Erwin. Ein paar Mal hat er und schon gesagt, du bewegst dich in Schwurbelkreisen und so, das hat er aber zurückgefahren, weil er... glaube ich, weiß, dass ich, wie gesagt, ich glaube, er hat dazugelernt. Das ist im strategischen Sinne. Also, dass er solche Unterstellungen hier nicht machen sollte. Denn Boris von Morgenstern hätte ihn dann noch mehr auseinandergenommen, als es eh schon gemacht hat. Ja. Hat man hier auch in dem Talk gesehen. Der ist ja auch so legendär geworden, weil Dara hier kein Argument gegen Proletopia hatte, sondern nur solche absurden Unterstellungen. Ja. Komm, ja, ich kann auch alles Mögliche über Leute behaupten. Weißt du, Leute haben Hitlerbilder zu Hause, die dich anschauen. So, what the fuck? Das ist ja Nullsinn. Was sollen solche Unterstellungen? Das ist ja einfach, das ist ja einfach persönlicher Angriff. Das ist ein Riesenunterschied, ob mich gerade ein Hitlerbild anschaut, rein zufällig, das ist einfach oder ob rechtsextreme Menschen sich dazu entscheiden. Okay, bitte, komm. Hör auf mit diesen persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie. Das ist einfach lächerlich, okay? Du machst dich einfach nur lächerlich. Ja, danke. Ja, aber das ist doch ein Fakt. Das ist kein Fakt, bitte. Tschüss. Das ist kein Fakt. Nein, das ist kein Fakt. Hör auf, einfach persönlich zu werden, okay? Das ist nicht persönlich. Nein, überhaupt nicht. Bitte komm, was habe ich damit zu tun? Was willst du? Wir sind immer noch im Politikgewerbe und es geht immer noch darum, geht die Strategie auf oder nicht? Hier hat Dara tatsächlich recht. Was Dara hier macht, ist nicht persönlich. Er versucht, Erwin politisch unmöglich zu machen. Er versucht, Erwin aus dem Diskurs auszuschließen, indem er ihn in die Nähe von rechtsextrem rückt. Das ist eine politische Strategie. Das ist tatsächlich kein persönlicher Angriff. Geht natürlich ins Private rein, weil Erwin damit auch finanziell vernichtet werden soll und alles. Aber es ist politische Strategie der Wokies. Für die Wokies muss das tatsächlich nichts Persönliches sein. Dara würde wahrscheinlich auch sonst so aggressiv vorgehen. Ja. Ach so, okay. Du willst jetzt wissen, ob solche Leute mich anschauen. Das kann sein, dass Nein, ob sie dir zujubeln. Und zum Beispiel bei Twitter schreiben, volle Solidarität mit Proletopia. Das weiß ich nicht, ist mir vollkommen scheißegal. Was hat das mit mir zu tun? Genau, das sollte das ist ja genauso, sein. Das ist ja genauso wie Kompakt. Genau, du musst jeden deiner Follower überprüfen und wenn irgendjemand zujubelt, den ich als rechtsextrem bewerte, wie gesagt, 80-90% aller AfD-Wähler sind laut Dara rechtsextrem, dann musst du dich von dem distanzieren. Das ist hier die Walk-Alone. Ja. Das ist wirklich mittlerweile... Das ist ja auch ein völlig irrer Gedanke, dass du von jedem, der irgendwas mal was Positives über dich gesagt hat, gleich distanzieren sollst. Ja. Ja, das ist Kontaktschuldspiel, ne? Also, das haben die Wokies komplett verinnerlicht. Das ist. Ich kannte das gar nicht, ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja auch mit Kürze zu tun gehabt. Ich bin da reingekommen und hab da was gesagt. Auf einmal fangen die an, meine Follower durchzugehen, gucken, wie ich bei Twitter heiße, gucken, wem ich da folge und wer mir folgt. Also ich war da wirklich geschockt, was sie da für Methoden anwenden, dass sie da gucken, wem ich folge und wem nicht und daraus dann irgendwie Kontaktschuld zu basteln und mir dann vorzuwerfen, ja, du folgst ja dem und dem. Du bist ja bestimmt so und so und du denkst ja bestimmt das und das. Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Also ich als jemand, der das nicht kannte, ich kannte das ja vorher nicht, dass ich bin ja nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie Leute ständig durchzugucken und das jemanden als Vorwurf zu machen irgendwie. Das war schon sehr absurd, wo ich das erste Mal erlebt habe. Also, ja, dieser Kontaktschuld-Irrsinn, der ist wirklich ein bisschen, das versteht schon kein vernünftig denkender Mensch mehr, aber die Wokisten benutzen das halt als strategisches Mittel, um den Diskursraum einzuengen. Und jetzt mal kurz out of context, danke für den Raid an Nachtschmied. Den Streamer kannte ich noch gar nicht. Nachtschmied, kennst du nicht? Nee. Der macht auch politischen Content teilweise ein bisschen. Schöne Grüße auf jeden Fall.
Habt ihr den jetzt auch geschaut, dortet guten politischen Content? Ich habe noch nicht allzu viel gesehen von ihm. Also auch relativ, kann man das sagen, neue Nachtschmidt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn auch erst seit vor ein paar Wochen oder Monaten mitbekommen. Müsst ihr selber mal was zu sagen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Es gibt so unglaublich viele Streamer, von denen ich noch nie gehört habe. Wie gesagt, ich treibe mich ja außer zum Streamen eigentlich nicht so häufig auf Twitch rum. Ich weiß, dass er mit Amaya mal geredet hat. Ich glaube, mit Amaya hat er mal mit Amaya geredet. Ich glaube, das wäre mir jetzt bekannt, ja. Wie gesagt, ich kannte ihn bis eben gerade nicht. Jo, der hat mal mit Amaya geredet, genau. Heidi problematisch. Im Neitan-Gespräch hat er darauf reagiert, also scheint ein politischer Streamer zu sein. Kann ich vielleicht mal reingucken. Später irgendwann mal. Ja, mach das mal auf jeden Fall. Ja, auf die Titelseite tut. Warum nicht, keine Ahnung, Christian Lindner draufpacken? Warum nicht gerade Annalena Baerbock? Ja, deswegen wahrscheinlich, weil sie versuchen, die Linke zu spalten. Kannst du dir das vorstellen? Kompakt die Linke spalten, indem sie, warum nicht Gregor Gysi draufpacken? Überleg mal, Junge, wenn ich einfach mit eurer woken Bubble Weil man vielleicht die Politikerin draufpackt, die sowieso schon am meisten angefeindet wird. Also, ja. Wen sollte man sonst da draufpacken? Außer den, der sowieso schon auf dem Absprung aus der Partei ist, weil alle streite. Angreifen, weil die Linke ihre friedenspolitischen Wurzeln halt komplett verraten hat. Was glaubst du, was die Rechten tun? Die stehen da und sagen einfach so, hey, stellen wir uns auf eine Seite und befeuern wir den Kampf zwischen den zwei Lagern. Warum stehe ich auf meiner Seite? Deswegen, weil du sie bannst aus deinem Chat. Das ist der Grund. Deswegen, weil du sie bannst. Und deswegen, weil sie glauben, dass meine Seite sich abgespalten hat von euch und dass sie mich auf ihre Seite deswegen holen können. Das ist, was sie glauben. Sie glauben, sie können mich auf ihre Seite holen. Die schreiben ja auch die ganze Zeit, komm auf unsere Seite, Erwin. Ja. Aber ich gehe, ja klar, natürlich, aber ich gehe nicht auf ihre Seite. Dort habe ich nichts verloren. Und das wissen sie auch. Ja? Und sie werden mich nie auf ihre Seite kriegen. Ja, genauso wie ihr mich niemals auf eure Seite kriegen werdet. Was man ja auch gut gesehen hat, wie Erwin dann angegangen wurde, nachdem die Wagenknecht-Partei gegründet wurde. Sofort, als Erwin quasi ein eigenes politisches Lager hatte, das er unterstützt, sind die Rechten genauso auf ihn losgegangen. Mir war quasi noch ein unabhängiger Linker und konnten davon profitieren, wenn da jemand noch da ist, der gegen die Walkies ist. Also weil es ein eigenes politisches Lager wird, politischen Einfluss hat, wird dagegen genauso hart vorgegangen. Ja, ist auch, da sieht man auch, wie einfach die gestrickt sind, ne? In so diesen typischen Freund-Feind-Denken, so wirklich so. Ja, ein gewisses Lagerdenken gehört ja zu unserem Parteiensystem schlicht und ergreifend dazu. Ja, das schon. Musst du einfach sagen. Also sonst bräuchten wir keine Parteiendemokratie. Also eine Partei ist ja schon an sich ein politisches Lager und die Parteien, die schließen sich dann natürlich untereinander zusammen und also meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Analyse, haben wir in Deutschland drei politische große Lager. Also bekommen wir jetzt drei große Lager, das wird sich dann ein bisschen ausdifferenzieren. Ein Altparteienlager, also CDU, SPD, Grüne, FDP, ein rechtes Lager, AfD und vielleicht entsteht da noch was. Und ein linkes Lager, das ist dann vor allem dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich gehe davon aus, dass die Linkspartei verschwinden wird. Also das sind dann die drei Lager, die wir in Deutschland haben werden. Und ich setze mich halt dafür, dass das linke Lager unter dem BSW stärker wird. Aktuell ja bei 4% gerade mal, ne? Die Linke. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die verschwinden wird. Erst recht, wenn Sarah Wagenknecht jetzt die eigene Partei da aufmacht. Dann gibt es noch Kleinparteien auf der linken Seite, gibt es ja sehr, sehr viele, die davon profitieren könnten von eine Linkspartei, also die Partei könnte beispielsweise profitieren oder die ganzen kommunistischen Kleinparteien, die es gibt. Also die Wähler, die wirklich linksradikal sind, die könnten sich dann tatsächlich mehr daran orientieren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und die Wähler, die halt klassisch altlinks sind, die werden sich mehr Richtung, also die werden sich dann Richtung BSW orientieren, meiner Meinung nach. Ja, bestimmt. Also die eher so konservativ-Linken, ne, und Altlinken, die wird Sarah Wagenknecht auf jeden Fall mit dem Schlauchboot einsammeln. Zum Glück. Weil ich euch beide, ja, diese Pseudo-Rechten und euch Pseudo-Linke für die gleichen Leute halte. Eure Methoden sind die gleichen.
Ihr seid einfach aus meiner Sicht, betreibt ihr die gleichen Methoden und ihr beide spielt dem Kapitalismus einfach in die Tasche. Ihr spaltet die Gesellschaft, indem ihr Scheinkämpfe gegeneinander führt und euch nicht gegenseitig zuhört und so zerspaltet ihr die gesamte Arbeiterschaft und nützt nur den Kapitalisten damit. Das ist alles. Das ist, was ihr tut. Ja, also das checkt ihr nicht, das versteht ihr nicht, sondern du stehst da und feuerst den Kampf an, indem du sagst, hey, die jubeln dir zu. Ja, sie jubeln mir zu, weil sie dich nicht mögen. Deswegen jubeln sie mir nicht, weil wir gleicher Meinung sind. Weil sonst würden sie ja nicht sagen, komm auf unsere Seite. Wie gesagt, das hat man ja jetzt sehr gut gesehen. Also, dass Erwin hier mit seiner Analyse 100% recht hatte. Ja. Seite. Sie wissen, ich bin nicht auf ihrer Seite. Ich habe eine vollkommen andere Meinung als sie. Gehe auf Twitter und schau, was sie mir schreiben. Sie sagen, oh mein Gott, ich dachte, Erwin ist based, aber jetzt sagt Erwin irgendwie diese linken Sachen. Was ist mit dem? Ja, weil ich ein Linker bin. Ja, weil ich habe keinen meiner Punkte geändert. Nie. Nein, habe ich nicht. Ich habe angefangen. Also, ich erinnere mich noch an eine Zeit, da war ja Sarah Wagenknecht eine böse Ordoliberale. Ach so, okay, meine Ansicht über Personen habe ich geändert. Und seine Ansicht über den Wokismus hat er auch geändert. Also früher dachte er, dass man mit diesen Leuten Bündnisse schmieden soll, dass man sogar aggressiv diese Identitätspolitik verteidigen soll. Er hat ja früher völlig unnötige Streits beispielsweise mit KuchenTV angefangen. Und das hat er mittlerweile geändert. Stimmt. Da warst du kritischer ihr gegenüber als ich. Ja klar, aber es geht jetzt darum, für was ich mich einsetze. Nämlich das, was mich links macht, das habe ich keinen einzigen Punkt geändert. Ich setze mich noch immer für demokratische Betriebe ein. Ich setze mich noch immer für Marktsozialismus ein. Weil historisch hat es sich ziemlich gut bewährt, sich Rechtsextremen in den Weg zu stellen und zu sagen, so, pass mal auf, ihr solltet gefälligst Angst haben vor eure Ansichten. Ja, stell dich in den Weg. Es ist dann eine ziemlich starke demokratische Gesellschaft, wenn sie das signalisiert. Es ist einfach, der Punkt ist, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es da draußen sehr viele Leute gibt, die man abholen kann. Und ich habe das schon bewiesen, weil ich habe unglaublich viele Leute abgeholt. Ja? Früher, als ich so gehandelt habe wie du, ja, ich kann dir das sagen, weil ich habe beide Seiten erlebt. Ja, du hast nur deine Seite erlebt. Schau, ich war ja früher so wie du, auf der gleichen Welle, habe mir gedacht, ich mache Rechte fertig. Ja? Das heißt, ja. Ich stehe einfach hier, schau, jetzt schreiben Leute alle bei mir in den Chat, die ich abgeholt habe. Kannst ja mal nachschauen. Ja, ja, ich meine das ernst. Das sind ja genug Leute hier, die ich abgeholt habe. Ja, ja. Ja, ist so. Ist eine Tatsache. Ja. Ja? Und ja, was ist passiert? Laut Dara, alles verschwurbelte Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Hört ja, was passiert ist. Es ist Folgendes passiert. Ja. Ja. Ich habe früher so gemacht, ja, ich habe Leute debattiert, Rechte debattiert, habe mich über sie lustig gemacht, habe einfach reacted auf Kaspercast und solche Leute, ja, und dann habe ich mich darüber lustig gemacht, da habe ich so gesagt, haha, poking toint und keine Ahnung, habe ihn lächerlich gemacht, ja, und habe die ganze Zeit gesagt, so wie du, so, diese scheiß Nazis, diese scheiß Rechtsextremen, diese scheiß Rechten, ja, das hat einfach zu nichts anderem geführt, als dass einfach nur so Hass auf allen Seiten entstanden sich und Leute sich die Fresse eingeschlagen haben, ja. Dann auf einmal habe ich mich hingestellt und habe einfach so gesagt, Moment, irgendwas läuft ja falsch, weil ich hole die Menschen actually nicht ab, sondern ich vertiefe die Gräben. Das ergibt keinen Sinn. Und je mehr ich die Gräben vertiefe, desto mehr Leute holen sie auf ihre Seite. Das stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, okay, weißt du was? Ja, was stimmte denn da nicht? Erwin war damals woke und hatte die falschen Argumente. Also wenn du dich in den Anamitten-Diskurs wagst und am Ende immer mehr Leute zur anderen Seite rennen, dann heißt das, dass du offensichtlich die schlechteren Argumente, die schlechtere Rhetorik hast. Pass auf, ich werde jetzt Leute nicht einfach mehr ausschließen vollkommen, wenn sie anderer Meinung sind. Ich werde jetzt Menschen nicht so begegnen, dass ich sage, du bist ein scheiß Rechter, du scheiß Nazi-Wichser und sie einfach alle bannen und hin und her, sondern ich werde einfach normal mit ihnen reden. Ja, ich werde ihnen sagen, schau, ich bin nicht deiner Meinung, ich sehe die Dinge vollkommen anders als du, ich finde es nicht korrekt, dass du so denkst, weil das wird zu Scheiße führen, und haben ganz normal und respektvoll mit ihnen geredet. Was passiert ist, ist, dass in über den Zeitraum von einem halben Jahr unglaublich viele Leute, die eigentlich rechts waren, sich herausgestellt haben, dass das Linke sind, die früher links waren und die nach rechts von Leuten wie deiner Community getrieben wurden, die dann einfach gesagt haben, hey, ich dachte, ich bin voll rechts, weil ich wollte nicht zu diesen woken Leuten gehören. Jetzt bin ich einfach auf, jetzt habe ich verstanden, dass ich eigentlich links bin und das Kapital. Das kann ich übrigens auch selber bestätigen, ne? Also Leute wie Dara haben
ja, was heißt mich dazu gebracht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Leute wie er und diese ganzen Leute, die sind auf jeden Fall oder haben mich auf jeden Fall überzeugt, nicht mehr die Linke zu wählen, ne? Weil ich gewusst habe, okay, der Dara, der ist in der Linken und also solche Leute will ich halt nicht wählen. Und dann hat man natürlich gesehen, oh, die Linke ist ja voll von solchen Leuten wie Dara, ne? Von diesen Lifestyle-Linken, wie es Sarah Wagenknecht auch in ihrem Buch beschrieben hat. Und ja, da kann ich ihnen halt in der Hinsicht auch nur bestätigen. Mich haben sie dann auch eher nach rechts getrieben, weil ich sie einfach nicht mochte. Und natürlich, ja, was natürlich auch mit ihrer identitätspolitischen, ja, mit ihrem Fokus auf identitätspolitische Sachen, anstatt auf den Arbeiter, ne, auf den Klassenkampf, wenn man so will, zu legen, den Fokus, ne? Mhm. Also da kann ich halt nur bestätigen, was Erwin hier sagt. Also weil ich selber das auch durchlebt habe in gewisser Weise. Wenn ja, man sieht auch, wie die, es hatten wir ja letztes Mal schon ziemlich gut rausgearbeitet, wie diese Wokisten kein Problem mit dem Neoliberalismus haben. Also Dara hat ja wirklich gesagt, dass ein Christian Lindner lieber wählen würde als ein Sarah Wagenknecht. Und im Chat fragt Nachtschmied gerade, wer ist eigentlich der andere im Stream? Ich bin Zella, ich bin hier ab und zu mal zu Gast. Ich mache auch YouTube eher eigentlich, also Twitch mache ich nicht so oft, da bin ich halt eher zu Gast immer mal. Aber ich versuche das jetzt auch mal zu ändern, vielleicht mal hier und da mal öfters mal zu streamen. Genau. Ach ja, ich wollte noch kurz, jetzt habe ich es aber vergessen, egal, können wir auch weitermachen. Kenn ich noch den irgendwas von sagen, Real Talk, ist das oder so? Also du warst du da schon mal? Ich war noch nicht bei Real Talk, ist das. Aber du warst ja neulich dort. Ja, ich war da mal, Aber nee, ich war da noch nicht. Kapitalismus echt ein scheiß Problem ist. Und sie sind jetzt einfach hier. Und du kannst die Linke. Vor allem, ich war ja bei denen und die hatten in so ziemlich vielen Punkten, außer jetzt in der Haltung zum Wokismus, andere Positionen als ich. Und echt? mit denen konnte man vernünftig, ja, wirtschaftlich beispielsweise, da waren sie für eine deutlich liberalere Wirtschaftspolitik. Ja. Aber mit denen konnte man halt vernünftig reden. Also wir haben größtenteils über den Wokismus geredet, das muss man dazu sagen. Da waren wir, wie gesagt, einer Meinung. Aber den konnte man vernünftig reden. Und das kann man, wenn man irgendeinem Walkie zu Gast ist, nicht. Der versucht einen, also irgendwann das Wort im Munde rumzudrehen. Der versucht einen nicht mit Argumenten zu widerlegen, sondern er versucht das, was man gesagt hat, irgendwie anders zu labeln, irgendwie anders einzuordnen, da was zu erzählen, was mit dem, was man gerade gesagt hat, nichts zu tun hat. Er versucht nicht, auf die Argumente einzugehen. Also das kann man mit jedem politischen Lager machen. Vernünftig in den Diskurs gehen. Ich hatte Libertäre bei mir zu Gast, ich hatte Kommunisten. Ich hatte eigentlich so gut wie jeden. Aber die einzigen, mit denen man wirklich nicht vernünftig diskutieren kann, was man hier in Dara sehr gut sieht in diesem Talk, sind diese Wokisten. Ja, ist auch mein Eindruck. Also es gibt natürlich hier und da Leute, egal welchen politischen Lager, mit denen kann man generell nicht reden. Das sind halt meistens so Leute wie Chris Anger oder so, ne? Hat man ja gesehen. Aber im Normalfall gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also vor allem konservative Leute jetzt wie Real Talk ist das oder so, mit denen kannst du auf jeden Fall deutlich besser reden als mit irgendwelchen Wokies. Ich meine, das hat man ja bei Neitan auch gesehen, ne? Da auch komplette Uneinsichtigkeit. Dann, Erwin hat ja mit Neitan zum Beispiel, oder Imp hat ja mit Dara und klar, man nähert sich mittlerweile so ein bisschen an, aber, ja, es kommt meistens nichts bei rum so wirklich. Die wollen halt einen komplett überzeugen, ne? Also es geht ihnen nicht um Erkenntnisgewinn oder so dabei. Oder um neue Ansichten zu verstehen oder nachzuvollziehen, wie der andere denkt, nein, die wollen halt die Leute überzeugen. Also ist halt wie eine Sekte, ne? Ähnlich. Ja, ja. Sei Gruß, Sebastian Flack, der ist gerade im Chat. Das ist ein YouTuber, mit dem ich auch schon zweimal geredet habe. Schön, dass du dich auch mal in meinen Twitch-Chat traust. Wusste gar nicht, dass du auf Twitch bist. Ist auch netter. Ja. Aber was du gerade beschrieben hast, dieses Lagerdenken, ich versuche den anderen zu zerstören. Auf der anderen Seite dieses freundliche Miteinander reden. Ich glaube, da kann man einen ganz guten Kompromiss finden, nämlich indem man demokratische Mindeststandards
anerkennt. Also beispielsweise, dass man das Privatleben eines anderen in Ruhe lässt, dass man ihm das Recht auf freien Diskurs einräumt, dass man nicht versucht, den anderen wegzucanceln beispielsweise. Indem man solche demokratischen Mindeststandards einhält, sorgt man eben dafür, dass ein freier Diskurs möglich ist, dass man aber gleichzeitig noch diese Lagerbildung innerhalb dieses Rahmens stattfinden kann. Wenn man dann versucht, den anderen privat zu vernichten, indem man ihn als Rechtsradikalen, Antisemiten, was weiß ich, diffamiert, dann zerstört man diesen demokratischen Diskurs und dann wird der andere automatisch irgendwann auch zu diesen Methoden neigen. Ich meine, über Schlomo hat man... Das hast du ja auch bei den Wokies extrem, ne? Mhm. So, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ich wollte gerade schreibt einmal im Chat Diskussionsethik. Nee, ich würde das nicht mit einer abstrakten Ethik begründen. Ich würde einfach sagen, es beruht auf Reziprozität. Ich erkenne bestimmte Verhaltensweisen an. Ich bin höflich zu den anderen. Ich versuche nicht, sie aus dem Diskurs auszuschließen und im Gegenzug tun sie das nicht mit mir. Das beruht auf Reziprozität und unserer Demokratie, da gibt es eigentlich viele Schutzmauern, die eben genau das schützen. Aber die Wokies versuchen, diesen Schutzmauer mit aller Kraft einzureißen und sie übersehen da mal manchmal, dass sich das auch sehr schnell gegen sie selber richten könnte, meiner Meinung nach. Aber das eine andere Strategie haben sie halt nicht, weil sie halt keine guten Argumente haben und weil sie im freien Diskurs keine Chance haben. Deswegen müssen sie den freien Diskurs bekämpfen. Das stimmt. Ja, das kann also den Eindruck hatte ich auch immer. Ethik zu tun. Also weil es gerade einige im Chat schreiben, das hat wenig mit Ethik oder Kultur zu tun, das ist einfach Reziprozität. Ich bin nett zu den anderen, damit sie auch, also was heißt nett, ich versuche den anderen jetzt nicht die Kehle durchzuschneiden, überspitzt gesagt, damit sie das Gleiche nicht bei mir tun, sondern ich versuche das in einem gewissen Rahmen ablaufen zu lassen. Ich erkenne auch demokratische Institutionen an beispielsweise. Ich gucke mir auch viele Diskussionen bei dir an. Ich meine zum Beispiel auch einen Holger, mit dem warst du ja teilweise echt auch unterschiedlicher Meinung, besonders was jetzt Ukraine-Krieg und sowas betrifft. Oder auch jetzt mit Fabian Lehr, ich habe mir das Gespräch jetzt auch noch zu Ende angeschaut. Ich meine, ihr wart ja auch in vieler Hinsicht eher unterschiedlicher Meinung, aber ihr habt das trotzdem, also ne, man merkt da nicht, dass da irgendwas in Argen liegt, sondern ihr habt ganz normal miteinander geredet, auch wenn ihr unterschiedlicher Meinung wart. Und so sollte das ja auch ablaufen, ne? Also ich bin da wirklich, ja, mittlerweile überrascht, wenn ich dann natürlich solche Gespräche wie bei den Wokies höre, ne, da wird ja die ganze Zeit, wie hier jetzt in dem Fall bei Erwin und Dara, da geht es ja nur darum, den anderen irgendwie eine Nähe zu rücken und ja, guck mal hier dein Klientel an, anstatt mal über Inhalte vernünftig zu reden, wie du das zum Beispiel machst in deinen Talks, ne? Also das ist ein himmelweiter Unterschied, auch qualitativ, finde ich. Ne, inhaltlich ist das einfach gar nichts. Ich meine, die diskutieren darüber, ob da Leute bei Erwin irgendwie rechtsextreme Tendenzen haben könnten im Chat. So, wieso redet man nicht über Inhalte? Worum es geht eigentlich? Also, das verstehe ich nicht. So, du machst dich doch auch nach außen hin einfach nur lächerlich damit. Als Wokey so, ne? Du wirst damit niemanden erreichen mit diesem komischen Kontaktschuld und dies und das. Ja. Verstehe ich halt nicht. Die hier auf. Aber um das, diesen Punkt noch ganz, ganz klar zu machen: So demokratische Grundregeln, die beruhen immer darauf, dass der andere sie auch anerkennt. So einfach nur zu sagen, wir sind abstrakt dafür, dass wir uns in irgendeine Diskussionsethik halten, das bringt wenig, wenn der andere eben nicht bereit ist, genau das zu tun. Da gehören immer beide Seiten dazu. In der Community sind Fragen, wie viele Leute von rechts hier rübergekommen sind über die Zeit. Es gibt mittlerweile Rechte bei uns in der Community, ja, die früher reingekommen sind als Rechte, Kapitalismuskritik verstanden haben und jetzt sitzen diese Leute bei mir im Chat. Und wenn ein anderer Rechter reinkommt und sagt, haha, diese Sozialisten, die sind ja so dumm, fängt der an, mit denen zu reden und ihnen zu sagen, hey, so habe ich auch gedacht wie du. Aber er hat wirklich Punkte. Hör Erwin zu. Erwin hat tatsächlich Punkte. Ich habe auch geglaubt, ihr redet scheiße, wir wurden einfach betrogen von den Rechten. Das ist, was in meinem Chat geschrieben wird. Ja? Von anderen Leuten, die früher rechts waren. Okay? Und das könnt ihr alle linken Leute hier bestätigen. Frag die Linken, wenn du den Rechten nicht glaubst. Deswegen das ist alles, was sich passiert. Deine Community einfach immer weiter mit Nazi-Gesocks. Also, hör auf, einfach Leute als Nazi-Gesocks zu beleidigen, die du nicht mal kennst. Die Punkt 1 und Punkt 2. Allein diese Formulierung, ne? Zeller, meinst du, wir sind da mitgemeint? Ja, also das ist ja wirklich Nazi-Gesocks. Ja, du merkst ja, wie Dara redet. Rechtsradikale, der Wahnsinn. Antisemiten, Nazis, also er wirft das auch alles sehr schnell in einen Topf. Also er ist ja genau, von Verschwörungen ist er schnell bei Antisemitismus und dann sehr schnell bei Rechtsradikal. Also das geht ja bei Dara ineinander über. Da schreibt gerade einer im Chat, NS-Verhandler, ist das? Ja, die Wokies dürfen das.
Die Wokies dürfen diesen Nazi-Begriff inflationär verwenden, da ist das überhaupt kein Problem, das sind die Guten. Das machen sie gerne und dann werfen sie aber anderen ständig NS-Relativierung vor. Das finde ich auch mal witzig, aber selber machen die es am laufenden Band eigentlich. Weil, ja, was ist denn das anderes, wenn du jeden als Nazi bezeichnest? Was ist denn das anderes als NS-Relativierung? Also erstens mal müsste es Neonazi heißen und zweitens, wie gesagt, wenn du damit um dich wirfst, wie mit Bonbons zu Karneval, also, ne, das ist halt... Das stimmt halt auch einfach nicht so. Also man kann vieles über Rechte sagen, aber man ist ja nicht gleich ein Nazi. Also da muss man schon differenzieren. Und wie gesagt, das machen die komischerweise nicht. Macht das. Die komischerweise, und das ist ja das Komische. Ja. Also die meisten auf jeden Fall nicht. Das Komische, aber das hatte ich ja gestern auch schon gesagt, ist bei Dara ist es halt seltsam. Manchmal kann der unterscheiden und dann auf einmal doch wieder. Ach, ich weiß nicht. Ich blick da auch nicht mehr durch, ist ja auch egal. Ich habe das 1000 Mal gesagt. Ich blick da nicht durch. Also. Einfach meine Community fühlt sich absolut nicht mit Nazi-Gesocks, sondern meine Community fühlt sich mit Leuten, die euch nicht mögen und euch für respektlos halten. Ja, ihr nennt's halt Nazi-Gesocks. Nein, sondern weil ihr respektlos seid, Dara. Das ist ja gegenüber Nazi-Gesocks sind wir sehr. Das habe ich ja gar nicht, also ich habe den ganzen Talk ja noch gar nicht gesehen. Ich finde das krass, wie er die ganze Zeit Nazi-Gesock sagt. Also. Er ist komplett von sich selbst überzeugt gewesen damals, noch viel mehr als heute. Also heute, da hält er das etwas mehr zurück. Deswegen ist dieser Talk so genial und entlarvend. Diese ganze woke Strategie der Diskurszerstörung wird uns hier in 1,5 Stunden perfekt exemplifiziert. Das ist wirklich genial, was hier passiert. Deswegen schauen wir uns das an, weil das... Und damit wir damit viel Dara-Content haben, denn Dara klickt sich gut. Also auf jeden Fall sehr exemplarisch für die Denke wirklich von den Leuten. Jeden als Nazi, also das ist schon, ich verstehe das nicht. Naja. Sehr respektvoll. Dara, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, Dara. Ich werde einfach von euren Leuten, werde ich auch Nazi genannt. Ich werde von euren Leuten auch, Dara, nicht jeder, der dich nicht mag, ist ein Nazi. Mir ganz leid für dich, Erwin, aber das Problem ist, Dara, nicht jeder, der dich nicht mag und findet, dass du respektlos bist, ist einfach ein Nazi. Und dafür sorgst, dass die nun mal ihre Narrativen auch weiter legitimieren können. Nein, tun sie nicht. Ich habe dir gerade erklärt, dass das ist genau das, was dort passiert. Ich habe dir gerade erklärt, genau das, was Sara Wagenknecht nicht passiert. Und weißt du, was das größte Problem daran ist? Ich habe dir gerade erklärt, was passiert. Dass du finanziell abhängig bist von den Leuten. Ich habe dir gerade erklärt, was passiert. Und du, die werden dich du behauptest immer jetzt das Gegenteil. Schreiben, weil du Angst haben wirst gegen sie. Jetzt kommt's. Hört jetzt bitte alle ganz genau zu. Das ist jetzt, glaube ich, die Stelle, die wir schon zweimal fehl angekündigt hatten. Das ist schon mehrmals angedeutet hat. Aber ich glaube, hier sagt Dara jetzt das, was er schon die ganze Zeit sagen wollte und was ihm jetzt immer wieder vorgehalten wird. Und zwar völlig zu Recht. Behauptest gerade das Gegenteil von dem... Das ist genau das, was man seit Wochen und Monaten beobachten kann. Du bist ein Verschwörungsideologe gerade. Da muss man sich nur fragen, wie das in 3 bis 4 bis 5 Monaten aussieht. Du behauptest das Gegenteil von dem, was alle Leute hier erfahren haben. Du sprichst allen Menschen, die hier in diesem Chat sind, ihre Erfahrung ab. Ja, und mir auch. Ja. Weil wir alle zu dumm sind, so Dara. So funktioniert das. Deswegen mögen dich Leute nicht, Dara. Weißt du, guck mal, du bist ein Spielball für die. Die ganzen, okay. Die ganze rechte Szene bei Twitch und YouTube lacht sich kaputt über dich. Mhm. Alles weil klar. Weil du bist halt wie Wachs in deren Händen. Mhm, sicher doch. Ja, schade, dass ich so, das bist du. Und schade, dass ich nicht so klug wie du bin. Schade, dass ich nicht so klug wie du bin. Ob du das für immer so machen möchtest. Weil, glaub mir, das ist so ein Pfad, den du da gehst. Das wird einfach immer schlimmer werden. Aha, sagen wir die Zukunft voraus. Es ist interessant, ne, wie sich das auch wirklich entwickelt hat. Ja, kann ich dir sagen. Bitte. Das wird so aussehen, dass die dich dazu treiben. Aber pass auf, du wirst es begründen müssen. Achtung, du wirst es begründen immer müssen. Rechtere Aussagen zu tätigen. Warum? Weil du Angst haben wirst, dass, und das ist halt eben das größte Problem, dass du finanziell sehr abhängig bist von den Leuten. Das heißt, du musst Angst haben, dass, wenn du mal nicht so tickst, wie die das gerne hätten, dass dann das Geld knapp wird. Mhm. Glaubst du, ich bin so ein und das ist eben so das Problem, dass dann, das liegt nicht daran, dass du gierig bist oder sonst was, sondern du bist halt einfach abhängig von denen. So, deine Existenzgrundlage hängt davon ab. Aber und dadurch werden die dich dann immer weiter nach rechts treiben. Dara. Keine Ahnung, ob du dann irgendwann den Holocaust leugnen musst, um irgendwie dann noch Zustimmung zu bekommen oder Dara. So. Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Er hat's gesagt. Keine Ahnung, ob du dann irgendwann was im Holocaust leugnen müssen. Ja, das ist die berühmte Aussage, die Dara immer wieder vorgehalten wird. Ja. Ja.
Diese Wokies kommen immer mit den absurdesten Vorwürfen. Und Sella, jetzt kannst du sagen, was du eben sagen wolltest. Ich wollte nur diese Aussage hier in Gänze mal vorführen, damit keiner sagt, wir hätten hier irgendwas aus dem Kontext gerissen. Nee, also man sieht ja, dass genau das, was er jetzt Proletopia vorwirft, ihm selber widerfahren ist. Ne? Er wurde ja von seiner eigenen Community gecancelt, wo er mit Kuchen und so geredet hat. Und ja, dann hat er ja Jill please gemutet und alles so Sachen noch. Und wurde ja von Kuchen und den ganzen Leuten und Skurros fertig gemacht. Und ja, es ist schlecht gealtert auf jeden Fall, was Sarah hier erzählt. Also ja, eigentlich sieht es eher so aus, als ob er gecancelt wurde von seinen Leuten. Während Erwin ja mittlerweile sogar, die Rechten haben ja sogar gesagt, die haben jetzt Erwin gecancelt, hat der Schlomo gesagt. Also von wegen, Erwin paktiert mit Rechtsextremen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Sie haben ihn jetzt sogar gesagt, ja, Erwin ist hier für uns jetzt gestorben quasi. Ja, also mehr kannst du dich ja nicht distanzieren von diesen Leuten, wenn die schon sagen, die wollen nichts mehr mit Erwin zu tun haben. Wenn die Rechten schon das sagen, dass sie Erwin canceln, also, ne? Das will schon was heißen. Also komplett schlecht gealtert auf jeden Fall. Ja, du sagst es. Also Erwin hatte mit seiner Strategie zu 100% recht, mit den Rechten zu reden. Das hat ihn nicht nach rechts gerückt, sondern das hat einfach dafür gesorgt, dass er selber bessere Argumente entwickeln konnte, dass er sich mit anderen Lagern auseinandergesetzt hat, dass wir einfach einen vernünftigen Diskurs über viele verschiedene Themen hatten. Und Dara redet mittlerweile auch von Boris von Morgenstern. Das heißt, Erwins Strategie ist voll und ganz aufgegangen und die wokistische Strategie auf Twitch, die ist gescheitert. Und man sieht ja auch, wie viele Leute... Und Erwin hat bis heute... Erwin hat bis heute, also der Talk ist aus dem November 2022, bestimmte geschichtliche Ereignisse nicht geleugnet. Also auch diese Prognose von Dara ist, Überraschung, nicht eingetroffen. Ja, was für ein Wunder. Und er ist nicht mal irgendwie nach rechts gerückt. Also nicht mal das. Nee, absolut nicht. Und ja, wie gesagt, man sieht ja auch, wie viele Leute er abgeholt hat, ne, Erwin, also das will man ja auch, man sieht ja auch, die Community wächst stetig, ne, jetzt, wenn man jetzt so guckt, wie viel hat er da gehabt, hat er gesagt, 300 Zuschauer, der ist mittlerweile bei 500, 600 Zuschauern, also er erreicht die Leute ja auch offensichtlich und das finde ich auf jeden Fall sehr gut, ja. Aber das wird immer und immer so weitergehen. Und das ist auch das, was man die letzten Monate beobachten kann. Und garantiert ist das eine Dynamik, die überblickst du auch so. Dass du das auch spürst. Ich werde niemals den Holocaust leugnen, das kann ich dir versprechen, okay? Und ich kann dir auch versprechen, dass ich keine Rechte. Ist auch illegal. Ich kann dir auch versprechen, dass ich keine rechten Narrative verbreite oder verbreitet habe. Und du kannst ja die Rechten hier im Chat fragen, wie oft ich ihnen widerspreche. Ja, weil... Ja, ich weiß. Und die finden das super lustig. Das finden sie, glaube ich, nicht lustig. Aber der Punkt ist einfach, ich widerspreche ihnen die ganze Zeit und ich werde ihnen immer wieder widersprechen. Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und dir ist? Ja, pass auf, wir... Weißt du, was der Unterschied zwischen mir und dir ist? Weißt du, guck mal, ne, so die ganze Gang, die dich ja auch beobachtet auch andere rechte Channels und Streams und Kanäle. Mhm, und ich kann dir sagen, da bist du auch manchmal Thema. Oh ja, ich weiß. Und... Die reden ganz offen darüber, was sie da mit dir machen. Es gibt einen einzigen Kanal, der das offen sagt. Und falls du schaust darauf, als der Typ im Kanal das gesagt hat, ich will seinen Namen. Es geht hier gerade um Chris Enger. Namen nicht nennen, ich will ihn nicht promoten. Das sind mehrere Kanäle. Nein, es ist einer. Und zwar hat er sich hingestellt und hat in seinem Kanal gesagt, Erwin ist dumm und er checkt nicht, dass unsere Leute bei ihm im Chat die ganze Zeit nur stehen und ihm zujubeln, weil sie ihn ausnützen und weil sie ihn eigentlich in Wirklichkeit nur vorspielen, dass er der größte Abholer der Rechten ist. Und weißt du, was dann in seinem Chat passiert ist? Ich habe das aufgenommen. Dann kommen in seinem Chat so Leute und sagen, nein, da liegst du wirklich falsch. Also wir sind wirklich gerne bei Erwin und Erwin ist wirklich cool. Warst du damals im Chat dabei, oder? Ich war tatsächlich, und ich habe das damals auch so gesehen, tatsächlich, ja. Also ich habe Erwin damals nicht geguckt, weil ich Hate-Watcher war, sondern weil ich gemerkt habe, dass er ziemlich based ist. Und er mich da auch, wie gesagt, ziemlich abgeholt hat, mit seiner Kapitalismuskritik und etc. Weil ich habe ja früher auch schon so gedacht, ne, bevor ich zu den Rechten gekommen bin. Und Erwin hat mich auf jeden Fall wieder zurückgeholt. Ich kann das bestätigen. Ich kann auch bestätigen, dass viele Rechte, Can the Brain ist auch ein Beispiel, schöne Grüße, falls der hier ist. Es ist definitiv so, dass Erwin einige Leute zumindest sie ihn zuhören, ne, die Rechten. Also da hat er schon einen Punkt. Also das stimmt, viele haben damals Erwin auch gefeiert, ja.
mittlerweile ist das ja natürlich wieder so ein Ding, weil jetzt die Rechten sich von ihm distanzieren. Natürlich muss man sich da auch distanzieren. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass Erwin viele abgeholt hat und auch viele gerne bei ihm waren, selbst wenn sie rechts waren. Ja, also kann ich so bestätigen, aus meiner Sicht. Da hat Chris sich auf jeden Fall geirrt, aus meiner Sicht. Also vielleicht, es gibt sicherlich einige, ne, die das zum Amüsement geguckt haben, aber viele, glaube ich, nicht so viele wie bei oder mögen Erwin einfach. Ja. Also, ja. Hören, Erwin hat sich bewährt als jemand, der wirklich einen Durchblick hat und normal mit Menschen redet. Der ist nicht so wie die anderen, so wie ihr. Ja? Und der Punkt ist an der Stelle, das ist, was du nicht checkst, Dara. Ich sag dir, wo du sein wirst in einem halben Jahr. Du wirst in einem halben Jahr dort sein, dass du einfach für Geld alles legitimieren wirst, was deine Bubble an Dünnschiss und Dummheit fabriziert und was sie einfach sich immer mehr, du wirst dich immer mehr einkapseln in die Bubble. Das ist, was du machst. Du hast schon angefangen, alle Menschen rauszubannen, die eine andere Meinung haben. Ja? Du, früher und was ist passiert? Sella, du hast es vorhin schon beschrieben. Ich glaube, das können wir noch mal kurz aufgreifen. Also, Dara hat wirklich jeden Unsinn, selbst als sich eine Shoyoka irgendwelche Belästigungsvorwürfe ausgedacht hat, hat er das verteidigt. Mhm. Also, wirklich. Ja. Das asozialste und dümmste Verhalten aus seiner eigenen Bubble hat er vorbehaltlos unterstützt, was erstmal, wie gesagt, aus diesem Lagerdenken erfolgt und eine gewisse Souveränität sich zu verschaffen und nicht gleich auf Anfeindungen aus anderen Lagern einzuknicken oder sich zu distanzieren, ist ja irgendwie grundsätzlich falsch. Aber wirklich jeden Fehltritt aus seiner eigenen Bubble konsequent zu verteidigen, selbst wenn alle es sehen und nicht mal leise interne Kritik zu üben, führt halt am Ende genau dahin, wie wir es gerade sehen. Irgendwann zerlegt sich die Bubble dann automatisch, das haben aber auch generiert ist, weil da so solche Gestalten nach oben gekommen sind, dass die gar nicht mehr zusammenarbeiten können. Ja. Man sieht ja auch, wie sich die Bubble, die Woke-Bubble jetzt auch wieder auseinanderspaltet. Ne? Jetzt haben wir hier auf der einen Seite Shoyoka und Dave und so war und so Leute. Auf der anderen Seite hast du dann einen Dekadent und einen Dara. Und dann hast du wiederum einen Kircho und sehen seine Leute. Ne? Also man sieht auch, wie die sich selber gegenseitig abspalten voneinander. Das ist interessant zu sehen auf jeden Fall. Wie sich gegenseitig dann auch canceln irgendwie in gewisser Weise. Ja, ja, ja. Ja, das ist nur eine logische Folge von ihrem Verhalten, ne? Wo die Rechten zum Beispiel Kompromisse finden, auch wenn man einen Grundkonsens hat, sag ich mal, das ist meistens und alle anderen Themen bauen halt darauf auf und wenn man sich da halt nicht einig ist, da ist viel Spielraum, aber bei den Woken ist eben kein Spielraum. Ja, es gibt bei den Rechten entweder einen Grundkonsens. Entweder bist du komplett mit denen d'accord. Es gibt bei den Rechten genau. einen Grundkonsens. Entweder bist AfD. Du das haben die Woken richtig, ja nicht, genau. Die haben ja keine Partei, auf die sie sich beziehen können, die sind genau. SPD, Grüne, Linke, so diffus. Und ja, und wie wir es ja gestern auch festgestellt haben, ne, entweder gehst du komplett mit oder du bist halt ein Feind. Und deswegen spalten die sich auch ständig auf. Weil, ja, die übertrumpfen sich im Linkssein, obwohl für meine Begriffe das nicht links ist, aber egal. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette, ich bin sofort wieder da, ja? Jo, ich reagiere so lang weiter. Ja, ja, na klar. So warst du nicht so. Du hast früher mit Menschen geredet. Ich kann mich erinnern, du und ich hatten früher den Ansatz, dass wir mit Rechten reden, weil wir die besseren Argumente haben. Weil wir ganz genau wussten, dass wenn wir mit ihnen reden, unsere Argumente 100-mal stärker sind als ihre, ja? Dass wir viel besser überzeugen können und dass wir viel mehr wissen als sie. Heute isolierst du dich. Heute isolierst du dich und flüchtest du dich. Ja? Heute hast du eine Community, die, wenn du mit deinem Holger reden willst, die einfach davon dir sagt, tu das nicht. Eine Community, die, wenn du mit mir reden willst, sagt, tu das nicht. Eine Community, die dir die ganze Zeit einfach sagt, du sollst dich isolieren und du gehst ihnen hinterher. Ja? Und du stehst warum einfach, reden wir dann gerade miteinander? Du stehst, warte kurz, du stehst bei einem... Ja, anscheinend ist der Einfluss dann doch nicht so stark. Ja. Da hatte mal Argumente, fragt gerade an einem Fett. Ja, Proletopia dachte das zumindest damals. Aber und in wirtschaftlichen Bereichen, da muss ich jetzt mal was ganz einschränken. Das sage ich, glaube ich, das erste Mal in dieser Reaktion, dass ich nicht komplett schlechte Sachen über Dara sage. In wirtschaftlichen Bereichen, da scheint er ja sich zumindest die Grundlagen angelesen zu haben. Also Dara, Dekadent, Neitern, die scheinen ja wenigstens die absoluten Basics zu beherrschen. Also das ist ja das einzige Bereich, wo er im Gespräch mit Boris von Morgenstern nicht untergegangen ist und wo Boris von Morgenstern mal einige Sachen nicht wusste, wie beispielsweise, dass die EZB absichtlich Arbeitslosigkeit erzeugt. Also eigentlich absolutes Allgemeinwissen.
Aber das wusste Boris von Morgenstern dann nicht. Aber sonst, ja, sonst hat Dara natürlich keine Argumente. Nein, Dara, nicht, oder? Nein, Dara, weil du noch nicht dort bist. Aber nee, in deinem halben Jahr bist du dort. Deswegen sollten sich Linke auch meiner Meinung nach auf Wirtschaftspolitik beziehen. Denn da haben wir eindeutig die besseren Argumente. Also alles spricht dafür, wieder zurück zu einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik zu kehren, wie wir sie schon mal hatten. Und nichts spricht dafür, den Neoliberalismus, so wie er gerade an der Macht ist, beizubehalten. Ja, wirst du mit niemandem. Nein, du bist noch nicht dort. Du bist noch nicht dort, aber du wirst in einem halben Jahr dort sein, Dara. Das ist mein Punkt. Du wirst in einem halben Jahr dort sein. Dass du einfach in deiner Bubble versenkt sein wirst. Weil mit irgendwelchen Rechtsextremen habe ich noch nie gequatscht. Das Ding war halt früher, da habe ich mir gedacht, okay, gut. Du hast mit Rainer Zittelmann geredet. Ein oder zwei Mal. Dara hat auch damals schon mal mit Boris von Morgenstern geredet. Also, Dara denkt sich hier irgendeinen Schwachsinn aus. Also, ich würde Boris von Morgenstern jetzt natürlich nicht als rechtsextrem bezeichnen, aber laut Dara sind ja 80-90% aller AfD-Wähler schon rechtsextrem. Also, ihr merkt, wie willkürlich Dara selbst diese Begriffe verwendet. Er legt sich alles so zurecht, wie er es gerade braucht. Ein bisschen wie Dara redet mit Erwin. Du hast mit Rainer Zittelmann geredet. Richtig, und ich habe ihm auch schon wieder geschrieben, findest ob er nochmal vorbeikommen möchte. Findest du nicht, dass das ein sehr weit rechts außenstehender Typ ist? Ja. Na gut. Ja, ich dachte, ich rede nicht mit denen. Ja, ja, ich sage ja, du wirst in einem halben Jahr wirst du mit niemandem mehr reden, außer nur mit deinem Grabenkampf-Freunden, die alle der gleichen Meinung sind. Ja, das ist der Punkt. Ja, aber tue ich anscheinend nicht. Jo, eh nicht, noch nicht. Wir sehen uns in einem halben Jahr. Wie, noch nicht? Ja. Anscheinend, wann fange ich denn damit an? Na jetzt fängst du schon an. Du hast schon angefangen, als du Holger abgesagt hast. Erwin, du. Warum habe ich Holger abgesägt? Warum habe ich Holger abgesägt? Ganz einfach, weil deine Community dir gesagt hat, dass mit ihm reden geht nicht. Okay, und jetzt versuch das mal mit Good Faith. Community. Jetzt versuch das mal mit Good Faith. Was wäre die Good Faith Antwort? Die Good Faith Antwort ist, dass du Angst hast um deine Einnahmen und deswegen nicht mit Holger geredet hast, weil du dann gekämpft hast. Jemand muss mal eine Dara-Zerstörungskompilation auf YouTube laden. Absolut, macht mehr linke Kanäle auf. Also ihr könnt auch Inhalte aus diesem Stream hier, also von meinem Zweitkanal oder meinem Erstkanal, Dinge klippen, die hochladen und gerne auch, wie ich hier auf Dara rede. Worden wärst von deiner Community. Also absolut, macht mehr linke Kanäle auf. Also auch Grenzgängerstudios, Wohlstand für alle, haben schon erlaubt, dass ihr deren Videos klippt und da Shorts draus macht. Beziehungsweise TikToks. Mach das. Also es gibt viele große linke Kanäle, die das schon explizit erlaubt haben. Wenn ihr irgendeinen linken Kanal noch findet, wo ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt ihn doch einfach mal an, ob ihr da Shorts drauf machen dürft. Deine Community hätte dir niemals erlaubt, mit ihm zu reden und wäre noch immer gut mit dir gewesen. Und hätte dich weiter gepusht, so wie die Pushs, die du sonst kriegst von dieser Community. Erwin. Das ist meine Meinung, du hast mich gefragt. Kann es sein, dass du unfassbar großes Misstrauen hast? Du, wir psychologisieren hier nichts. Ich habe dir gesagt, wir bleiben bei den Inhalten. Du hast mich nach meiner Einschätzung gefragt. Also, ihr wisst, was gerade eben passiert ist. Dara hat gesagt, ja, Erwin wird vielleicht einen Holocaust leugnen. Und Erwin hat eine total rechte Community. Nazi gesorgt, hat er alles gesagt. Aber Erwin ist jetzt der Misstrauen hat. Also alle Leute, die irgendwie in einer leicht anderen Meinung sind als rechtsextremen Nazis oder sonst was zu bezeichnen, das ist ganz normal. Aber jetzt einfach mal diese Einschränkung des Meinungskorridors in Walken-Communities kritisch zu hinterfragen, das ist total komisches Misstrauen. Richtig. Und gut. Wir bleiben ja schon nicht bei den Inhalten. Ich frage mich an dieser Stelle wirklich häufiger, ob das fehlende Selbstreflexion ist oder ob Dara das aus strategischen Gründen macht, ob er genau weiß, wie lächerlich das eigentlich wirken muss, aber ob er es trotzdem macht, um so ein Bild aufrechtzuerhalten. Weil wir ja schon versuchen vorauszusehen, wo der nächste in ein paar Monaten ist. Na gut, das ist so. Und jetzt gerade hast du versucht, irgendwie da reinzuschwurbeln in die Holger-Sache, dass ich das gemacht habe, weil mir irgendwie befohlen wurde, mit dem zu sprechen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir die Sache doch erklärt, oder? Das habe ich nie gesagt. Du hast mir nicht zugehört. Was war meine Erklärung? Deine Erklärung war, dass du Drohungen gekriegt hast oder Angst vor Drohungen hattest. Dass Leute dich. Habe ich Drohungen bekommen? Was ist passiert? Das habe ich dir erklärt. Du hast gesagt, dass andere Leute, die Drohungen bekommen haben, dich angeschrieben haben und gesagt haben, rede nicht mit dem. Warum? Weil das auch dir passieren könnte, nehme ich an. Was denn? Dass du Drohungen kriegst. Drohungen? Ja. So, ich habe dir das erklärt, Erwin. Nein, hast du nicht, Mann. Ich hab doch, Erwin, doch. Und ich habe das auch Mel erklärt.
und anderen Personen in deinem Umfeld, was da erklärt. Passiert ist. Mir hast du nichts erklärt. Und die das Geschichte das sollte Mal, dich eigentlich rede. Erreicht haben. Ich habe dir das auch öffentlich bei Twitter so geschrieben. Hey, Daryl, beantworte mir einfach eine Frage. Ja? Nein. Stefan ich erkläre dir das jetzt nochmal. Stefan Bartonek hat mit Holger geredet. Hat mit Holger geredet vor 2 Monaten. Was ist ihm passiert? Gar nichts ist ihm passiert. Nichts. So. Ja. Also ich habe mittlerweile auch schon 2-mal mit Holger geredet und da passiert einem wirklich nichts. Das ist ein ganz lieber Typ. Der macht wirklich nichts. Echt? Hast du noch keine Drohung bekommen vom Anwalt? Was? Nee. Noch nichts? Also, Drohung vom Anwalt. Drohung aus deiner Community, meine ich. So rum war es, ja. Ja. Nee. Also es sind einige Leute gekommen in meine YouTube-Kommentare, die dann geschrieben haben, Moment mal, ich finde die NATO doch ganz gut oder auch die Kritik am Öffentlich-Rechtlichen, die sehe ich nicht so fundamental. Oder auch hier werft ihr einige, also Kommentare, die eigentlich sachlich waren, also hatten jetzt meistens nicht die besten Argumente meiner Meinung nach, aber waren sachliche Kommentare, nicht beleidigend, gar nichts. Also das ist eine total normale Community. Ja. Er hat einfach mit Holger geredet. Schau, ich werde jetzt, pass auf, ich schreibe morgen Holger an, ich rede mit Holger, damit du siehst, dass alles okay ist, okay? Bitte werft im Chat nicht mit irgendwelchen Schlagworten von euch und seid freundlich zueinander. Mit Holger? Ja, ich werde einfach Holger anschreiben morgen und werde sagen, Holger, wir reden einfach miteinander und dann rede ich mit ihm und dann wirst du sehen, nichts passiert. Ich erkläre es dir jetzt nochmal, weil anscheinend hast du Probleme mit Leseverstehen. So. Das, was passiert ist, in Wahrheit, ist, dass Menschen mir geschrieben haben, nicht, dass sie bedroht wurden, sondern dass sie umziehen mussten und dass sie verfolgt wurden. So, und die haben mir... Und ihr müsst es mal vorstellen, damals ist Holger noch nicht juristisch gegen diesen Schwachsinn, den Dara sich hier gerade ausgedacht hat, vorgegangen. Das hat er erst ein Jahr später gemacht, ein paar Monate später, als Dara dabei Imp-Talk war und die gleichen Lügen nochmal wiederholt hat. Erst dann ist Holger da juristisch gegen vorgegangen. Obwohl das hier eine ganz klare Verleumdung ist. Persönliche ist Unterlagen geschickt. Ja, also zu sagen, dass Anzeigen geschickt, umziehen musste. Ja. Ja, wegen Holger Kreimeier. Wahnsinn. Also jetzt wisst ihr auch, wie darauf die ganzen Rechtsradikalen kommen. Also jemand wie Holger Kreimeier, der ist da schon ganz tief drin, laut Dara. Also jemand, der viel mittiger geht es eigentlich gar nicht. Die sie rausgeschickt haben, die haben mir die Drohbriefe geschickt. Und das waren sogar teilweise bekannte Persönlichkeiten aus den Medien, mit denen ich vorher noch nie zu tun hatte. Okay. Die mir das geschickt haben. Okay. So. Und die haben mich darum gebeten und auch mich gewarnt, lass es. Okay. So. Kannst du also dir vorstellen, dekadent. Dass ich vielleicht... Ist das mittlerweile bekannt, dass das dekadent war? Ich glaube, ich will nichts Falsches behaupten, ja, deswegen sag aber ich glaube, das war damals schon... Nee, aber ich glaube, das war damals schon. Also bin ich mir relativ sicher, aber egal. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt... Ist ja eh auch... Spielt ja im Großen und Ganzen eh keine Rolle. Also ist ja eh Blödsinn, was er redet, ne? Also von daher... Gerade bestätigt jemand im Chat deine Version, Zeller, also. Okay. Vielleicht andere Menschen schützen möchte und das nicht für Geld oder für Klicks, sondern einfach, weil ich das für das Richtige halte? Schau mal, ich glaube, dass du dadurch, dass du das Gespräch so knapp abgesagt hast, dich viel unbeliebter gemacht hast, als hättest du mit Holger ganz normal geredet. Ja. Es ist doch scheißegal. Glaubst du, dass ich versuche, Menschen zu schützen, weil ich das für das Richtige halte? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Ich glaub's auch nicht. Oder vielleicht kann sein, ist aber egal. Also solche Lügen verbreitet man doch nicht, wenn man irgendwen schützen will. Also, solche Lügen verbreitet man doch, wenn man Holger canceln will. Wenn man jemanden schaden will, eher, oder? Ja. Würde ich eher sagen. Ja, dann verbreitet man sowas. Ja, auch aus dem Diskurs ausschließen. Also wenn Holger ja jetzt wirklich eine Community hätte von Rechtsradikalen, die andere Leute zum Umzug zwingen würden, dann wäre das ja schon ein Grund, sich beispielsweise nicht mehr mit ihm zu unterhalten.
Also wenn man dann aber Tate, also, du hast doch auch mit dieser Community zu tun gehabt. Die müssen doch ganz radikale, schlimme Menschenfeinde sein. Ich hatte es gerade schon gesagt, das sind eigentlich ja, ganz normale Menschen. Also ich hatte in meinen Kommentaren eigentlich gar keinen Hass. Also wenn man sich mit diesen Wokisten unterhält, dann ist das viel, viel schlimmer. Also auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute in meinem Chat gebannt sind. Ich habe ja auch Mods, die Leute bannen können. Aber die einzigen Leute, die mir jetzt aktiv einfallen, die ich selbst gebannt habe, sind irgendwelche Wokisten, die beleidigend oder ausfallend geworden sind. Oder einem das ist komisch, ne? Gestellt werden, was man nie gesagt hat. Das ist auch so ein Ding, ne? Es sind immer diese Leute, ne, die komischerweise ausfallend, beleidigend werden und andere herabwerten, ne? Komischerweise sind es immer diese Leute. Ja, und die sind aber vor allem akademisch gebildet. Das heißt, die könnten sich ja diskriminiert ausdrücken, wenn sie es wollten. Und die versuchen es ja aber zuerst. Siehst du auch bei ersten vorsichtigeren Unterstellungen, aber irgendwann kommt dann doch das durch, was sie sowieso sagen wollten. Ja, das siehst du auch bei Twitter und so, ne? Die sind immer komplett, immer diese Leute, die diese Grünen und, also nicht alle, aber eher diese Grünen und in eine woke Richtung gehen, dann die werden immer so schnell ausfallen, beleidigend und so ja, pöbeln irgendwie. Die mit das ist irgendwie sehr auffällig. In der Bio, ja. Genau, ja, das ist sehr, ja. Oder vegan, die sind auch ganz schlimm. Die werden auch immer ständig beleidigen, gleich Fascho und genau. Menschenfeinde und sowas. Menschenfreundbefürworter von Demokratie, das sind dann die antidemokratischsten, hetzerischsten Takes raushauen. Ja, das ist wirklich so, ja. Genau. Oder Gegner von Hassrede echt oder so. Dann irgendwelche Ukraine-Flaggen oder so andere Flaggen, die gerade Imperialismus stehen im Profil. Das sind dann immer die I support the current thing. So könnte man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. Der Schattenmacher hat da auch mal ein Video zu gemacht, das heißt Twitterismus. Darauf könnte man vielleicht auch mal reagieren. Gerne. Das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen. Oh, aber dann wirst du kontaktschuld, ne? Wenn ja, ich habe ja schon mit Marco vom Brotfunk-Podcast hatte ich ja schon häufiger auf den Schattenmacher reagiert auf meinem Zweitkanal, also. Oh, das gibt Ärger. Nicht. Weiß, das kann ich nicht einschätzen. Sag genau, diesen Burkisten dürftest du Karl Marx wahrscheinlich nicht mehr rezipieren, weil das ein weißer alter Mann war. Da dürftest du Karl Schmidt erst recht nicht mehr rezipieren. Machiavelli dürftest du wahrscheinlich auch nicht mehr rezipieren. Du darfst keinen mehr rezipieren, der irgendwann mal was Relevantes geschrieben hat. Also du dürftest dir wahrscheinlich nur neue Woke-Literatur, die von irgendwelchen schwarzen, lesbischen sonst was Leuten da geschrieben wurde. Also das ist absurd, wenn man so anfängt. Da darf man gar nichts mehr kritisch hinterfragen, gar nichts mehr sich durchlesen, was nicht der eigenen Meinung entspricht. Also das endet im Totalitarismus, der viel eingeschränkteren Meinungskorridor, als man in vielen Diktaturen hat. Also selbst dort darf man ja im akademischen Bereich bestimmte Werke rezipieren, die eben nicht der herrschenden Ideologie entsprechen. Einfach weil man sich aktiv damit auseinandersetzt, eben damit man noch die Argumente der anderen Seite kennt. Also ich mach mal ein Beispiel. In China steht Alexis de Tocqueville ganz oben auf der Leseliste. Also der ist da nicht zensiert. Also das war ein französischer Adeliger, der hat über die Demokratie in Amerika geschrieben. Und der hat einige interessante Beobachtungen gemacht, die auch im heutigen China die kommunistische Partei noch relativ stark interessieren. Also selbst Systeme, die wir hier jetzt totalitär, autoritär, was auch immer bezeichnen, selbst die zensieren ja nicht alles weg, was nicht komplett auf Linie ist. Selbst die lassen ja immer noch, zumindest in gewissen Kontexten zu, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber laut den Wokisten darf man sich mit gar nichts mehr auseinandersetzen, was irgendwie nicht ihrer Ideologie entspricht. Also wenn man das zu Ende denkt, so konsequent wenden das die Wokisten natürlich auch selber nicht an. Also das wäre ja komplett irre. Also wie gesagt, dann gäbe es wahrscheinlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwann nur noch Dara, Naitan und solche Leute. Und ja, Lamberti, also wer anders dürfte dann da gar nicht mehr auftreten, wenn man das zu Ende denkt. Also diese Ideologie, ihr merkt ja auch, diese Ideologie hat eigentlich kein Ende, denn das Ende, also wirklich diese Gesamtideologie konsequent durchgesetzt, wäre so totalitär, dass sie in die Nähe der schlimmsten Diktaturen käme, die wir in unserer Geschichte, in der Geschichte hatten. Also da wäre der Meinungsgrund ja so eingeschränkt, du dürftest gar nichts mehr irgendwie gegen diese Ideologie sagen, wenn dann sie zu Ende denkt. Aber so zu Ende, also wie gesagt, das wird sich so nie umsetzen. Sondern diese Ideologie versucht, diesen Meinungskorridor immer weiter einzuengen und er ist nie eingeengt genug. Das heißt, sie wird immer weiter versuchen, dagegen vorzugehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Wokismus sich halten wird. Deswegen glaube ich, dass es da eine große Gegenreaktion geben wird. Und sind wir jetzt von links gefragt, da eine linke Gegenreaktion zu starten. Da sind wir jetzt von links abzuräumen.
sowas kann am Ende auch nur an sich selber kollabieren, früher oder später, ne, eigentlich, weil du sagst ja, das ist so blödsinnig auch. Es hat ja auch keinen Halt, ne? Es hat ja auch keinen logischen Halt. Es ist eine Ideologie basierend auf Fühlis und ja, keinen Fakten, sag ich mal, ne? Die Fakten, also diese Ideologie wird früher oder später an der Realität zerbrechen. Und ja, ich denke mal, das ist auch die Aufgabe von normalen denkenden Menschen, dagegen zu halten. Und wie gesagt, ich spreche jetzt nicht unbedingt von den Leuten, die jetzt irgendwie ihre Lebensmodelle, ne, die leben wollen, wie sie wollen. Nein, ich rede ja von den Demagogen, die Nutzen daraus ziehen, sag mal so, ne, die da ihr Geschäft damit verdienen. So, das ist ja das Problem. Das sehe ich ja als Problem, ja. Wir hatten ja letztens darauf schon reagiert. Es gibt von Michael Lüders eine sehr gute Analyse zum Wokismus, die diese Ideologie so ziemlich auseinandernimmt und vor allem ihre Verbindung mit dem Neoliberalismus gut erklärt. Wie gesagt, Mord mit Meinung hat da ja auch was zugemacht. Verdammt. Genau, ja. Ich schreibe so selten mit der Computertastatur. Das ist echt schlimm, schlimm. Und wie gesagt, Orst, der Typ, hat da auch ein Video zugemacht, auch wissenschaftlich fundiert von so einem Professor. Kann ich auch nur empfehlen an der Stelle. Auch sehr interessant. Das von Ust hatte ich mir tatsächlich immer noch nicht angesehen. Vielleicht reagieren wir da sogar im Stream drauf. Ja, das ist es. Auf dem rechten Weg. Identitätspolitik und Gender-Sternchen. Da hatten wir im Stream schon mal drauf reagiert. Michael Lüders, auch sonst zu empfehlender Kanal. Ist bald bei 60.000 Abonnenten, wenn jetzt noch ein paar da mal reinschauen. Also, wie gesagt, Michael Lüders, schaut euch das gerne an. So. Also, wie gesagt, diese Woke-Ideologie, du hast es gerade schon gesagt, die wird sowieso nicht zu einer Vollendung kommen. Die wird irgendwann abgeräumt werden auf die ein oder andere Weise. Ich hoffe, dass das gewaltlos vonstatten geht. Ich hoffe, dass wir da zu einem neuen demokratischen Konsens kommen, dass das nicht zu großen Verwerfungen führt und dass wir dann ein neues Wertefundament haben. Eins, das sich mehr in Richtung traditioneller Werte orientiert, die ja auch nicht ganz falsch waren. Ich meine, wir hatten ja eine viel breitere gesellschaftliche Zustimmung zu diesem Staat, zu dieser Gesellschaft, zu den gegenwärtigen Umständen als in den 60er, 70er, sogar wahrscheinlich noch in den 80er und 90er Jahren, als die wirtschaftliche Lage noch eine viel bessere war, als die Wokisten noch keinen so brutalen Kulturkampf geführt haben, als hier noch nicht irgendwelche absurden Migrationsprojekte, als hier noch nicht, also diese ganzen absurden Ideen, als das noch nicht umgesetzt wurde, sondern als wir noch einen großen gesellschaftlichen Konsens hätten und es wäre schön, dass wir sowas wieder hätten. Wie das dann genau aussehen kann, das müssen wir halt irgendwie überlegen. Und da jetzt zu sagen, ja, die Wokisten, die haben einige Punkte, das sehe ich dafür falsch. Das sehe ich absolut nicht. Denn diese Leute, wenn ihr euch den kleinen Finger reicht, die reißen euch den ganzen Arm weg. Und es wird kein Ende geben. Diese Leute kennen keinen Schluss, sie kennen kein Ende, sie kennen nur den Sieg. Kann ich nicht einschätzen, so gut kenne ich das. Ja, aber wir wissen beide, was du vermutest. Du glaubst nicht, dass das existieren kann, oder? Nein, tue ich nicht. Für dich muss das unmöglich sein. Nein. Und das ist nämlich das Ding, das ist jetzt, wo du dich nun mal als Verschwörungsideologe outest. Das ist jetzt Gaslighting, Kumpel. Du kannst nicht, davon, du glaubst nicht, dass da irgendwie Menschen was Gutes wollen. Nein, das stimmt ja nicht. Das habe ich nicht. Sturmhaube spricht da im Chat gerade etwas sehr Richtiges an. Ja, wir sollten definitiv, also Erwin sollte definitiv sich auch mehr mal detailliert einzelne Konzerne, einzelne Wirtschaftspolitiken einzelner Staaten kritisieren. Es ist bei so einem Livestream, wo man leider sehr redundanten Content produziert, eher schwierig. Ich meine, ich habe ja noch einen Erstkanal, wo ich das machen kann, wo ich konkret auf Wirtschaftspolitik eingehen kann, aber meine Positionen sind ja jetzt auch nicht die Erwins. Also da, ja, könnten ja einige aus der Proletopia-Community vielleicht mal was vorbereiten und da im Stream zu Gast kommen. Also ich meine, der Proletopia hat ja einen relativ großen Server. Also da gibt es ja auch die zwei vom Brotfunk. Da ließe sich bestimmt einiges mehr umsetzen. Das ist tatsächlich eine legitime Kritik. Auch zur Montpellier Society könnte man bestimmt einiges machen. Da gibt es ja beispielsweise dieses lange Buch von Bernhard Walpen, die rufenden Feinde und ihre Gesellschaft. Auch das könnte man sich durchlesen, ja, und da vielleicht mal bei Proletopia forscht. Also ich habe es mir schon durchgelesen und plane da auch noch ein Video zur Geschichte der Montpellier Society, aber das ist echt viel zusammenzuschreiben und dann in Videoform zu packen, das wird noch etwas dauern. Ich muss gerade ein bisschen viel für die Uni machen. Hast du das Buch quasi schon, bist fertig mit dem Buch von Bernhard Welpen? Das ist frei verfügbar. Das ist, ja, bist du fertig damit? Also hast du schon durchgelesen, ja, ja, quasi? Ich bin immer noch bei der sehr langen Einleitung, ehrlich gesagt. Einleitung überspringen.
Einleitung überspringen und dann gleich zum Hauptteil. Ja, also wenn ihr nur erfahren wollt, was in der Montpellier-Rosso-Society passiert ist, der erklärt da seine Methodik, der distanziert sich, also so, das ist so ein bisschen akademisches Gehabe, finde ich. Das verlängert das, da könnte man locker einen 100-seitigen Kaplaken draus machen, den man gut popularisieren könnte. Dann noch einen schönen, massentauglichen Titel draufhauen und dann würdest du das gut unter die Leute bringen können. Aber so, das ist zu akademisch geschrieben für... Die Breitmacher, so mit akademisch meine ich jetzt nicht zu kompliziert, sondern diese, ja, ich erkläre jetzt ganz genau, meine Methodik ist für eine wissenschaftliche Arbeit sicherlich richtig, aber für ein Buch, das einfach nur kurz schreiben soll, was ist die Montpellier Society, worum geht's der, ist dieses ganze Rumgeflexe mit Marx und Gramsci und schaut her, das hier ist meine Methodik, so habe ich das zusammengetragen, eher hinderlich. Wie gesagt, da könnte man bestimmt einen guten Kaplaken draus machen. Aber die Mühe hat sich anscheinend niemand gemacht. Oder ein gutes YouTube-Video halt. Ja, dann weißt du ja, wie gesagt, was du zu tun hast denn. Wie gesagt. Mal, wenn du irgendwen kritisierst du ihn als erstes darauf, der macht das nur für Klicks, für Geld. Der macht das nur, weil er von den und denen irgendwie finanziert wird. Nenn mir bitte einen, den ich so kritisiert habe, außer dich. So zur Montpellier-Rosso Society, falls ihr konkrete Beispiele braucht. Lars Feld, Jan Schnellenbach, Ralf Füchs aus Deutschland. Das sind drei gut vernetzte Leute aus der deutschen Politik. Ralf Füchs ist Grüne, Lars Feld ist gerade Chefökonom von Christian Lindner, war vorher Vorsitzender der Wirtschaftsweisen und Jan Schnellenbach, das ist auch noch so ein anderer Ökonom hier aus Deutschland. Also das sind wirklich... Und war nicht Alice Weidel auch? Alice Weidel auch? Die kommt von der Hayek-Gesellschaft. Also ich rede gerade von den aktuellen Speakern der Montpellier-Rosso Society, die zu aktuellen Zeitpunkt dort Speaker sind. Roland Tichy übrigens, ne? Auch. Ja, der hatte damit auch was zu. Wie gesagt, Alice Weide, Beatrix von Deutsch, Roland Tichy, die kommen aus diesem erweiterten Kreis. Aber wirklich aktuelle Speaker, explizit der Montpellier-Rosso Society. Da habt ihr schon drei in Deutschland gut vernetzte Leute. Ralf Füchs, der ist ja auch Gründer des Zentrums Liberale Moderne. Also dieser grüne Think Tank, der Oppositionelle diffamieren soll. Der stark transatlantisch geprägt ist, über den Friedrich Köbersbusch auch schon zwei Recherchen rausgehauen hat. Über den die Nachdenkseiten noch immer wieder berichtet haben. Also das sind gut vernetzte Leute, die da Mitglied sind, also wirklich Speaker. Ich rede nicht von denen, die in den zahlreichen Unterorganisationen sind. Also wenn man sich da noch anguckt, wer mit der ISNM verknüpft ist, also der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder Stiftung Marktwirtschaft oder all dem anderen Hayek-Gesellschaft, was da noch zugehört, der Naumann-Stiftung. Oder ob das zwischen dem WEF und der Montpellier Society bestehen, zig Querverbindungen. Das kann man sich alles ansehen. Also da gibt es... sehr, sehr viel. Das ist ein riesiger Kosmos. Also da bräuchte man wirklich mal linke Journalisten, die sich da richtig, richtig einlesen. Das würde ich jetzt, also Politopia hat in seinem Stream noch genug andere Dinge zu tun, aber das könnte irgendwie jemand aus seiner Community, der mal so ein bisschen Erfahrung mit Informationen zusammentragen hat, sich da mal einlesen und dann einige Ergebnisse im Stream mal vorstellen, dass man da wirklich mal ein Video hat. Schaut her, hier sitzt die Montpellier-Rosso Society überall drin, hier sitzen deren Thinktanks drin. Und als Grundlage würde ich da, wie gesagt, ein bisschen die Geschichte der MPS zu ergründen, das Buch Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft von Bernhard Reitman empfehlen. Das beginnt bei diversen Persönlichkeiten aus den Medien, von Jan Böhmermann bis diverse andere, auch, weiß nicht was, wenn es um, keine Ahnung, was Karl geht und so weiter und so fort. Das habe ich bei Karl nie gesagt. Ja, doch. Nein, habe ich nicht. Das ist ja nicht wahr. Das stimmt ja nicht. Ich habe das ist ja lächerlich. Immer dein erstes. Das ist ja lächerlich. Entschuldigung, das ist lächerlich. Ziellinie, zu der du hinrennst. Das ist lächerlich. Bei Karl habe ich sogar gesagt, dass Karl, wir alle wissen, dass Karl, als er diesen veganen Schritt gemacht hat, dass er in Wirklichkeit Zuschauer verloren hat. Das heißt, wir wissen, dass bei Karl die Tatsache so ist, dass es ihm nicht nur um Klicks geht. Der Typ ist ein ziemlicher Idealist und Aktivist. Dem geht es nicht nur um Klicks. Das ist einfach ein Bullshit. Bei dir habe ich das gesagt, ja. Weil du einfach Mods gefeuert hast, damit sie dir kein schlechtes Bild machen. Das habe ich mit den beiden Mods auch inzwischen schon geklärt und die haben beide eingesehen, dass das doch vielleicht ein bisschen anders war, als sie das irgendwie sich eingebildet haben. Du hast schon eingestanden, wie es war auf Twitter. Nee, habe ich gegenüber. Nicht, Erwin, du liest dort einfach Sachen rein. Das ist dein Problem. Soll ich dir vorlesen, was du geschrieben hast? Pass auf, bevor das jetzt hier die riesen Shitshow wird. Wieso Shitshow? Ist ja, stehst du nicht hinter dem, was du sagst? Ja, das wird's gerade. Was ist eine Shitshow? Pass mal auf. So, wenn mir Menschen schreiben, ey, ich habe Angst. Und ich habe Angst um dich und ich habe Angst um dein Umfeld und mir ist das passiert. Okay. Dann ist das, dann versuche ich erstmal andere Menschen um mich rum zu schützen. Ist ja gut, ist ja lobenswert. So, das ist das, wofür ich den ganzen Quatsch hier mache.
Jo, kannst ja machen. So, deswegen bin ich auch im Sportverein ehrenamtlich tätig. Deswegen möchte ich auch Erzieher werden und mache da gerade die Ausbildung im letzten Jahr. Und ich mache auch meine politische Aktivität schon seit 7 Jahren, weil es mir einfach wichtig ist. Okay. So, und dein erster Schritt ist da trotzdem irgendwas mit Klicks, irgendwas mit Geld. Und das kann es ja nicht sein, dass du das für unmöglich hältst, dass du nicht einfach mal sagen kannst, okay, der hat eine andere Ansicht, der hat einen anderen Weg, was zu erreichen, aber der macht das, weil er das auch irgendwie für das Richtige hält. Pass auf. Sedara hat doch Erwin genau das unterstellt, was er selbst hier bei sich jetzt entschieden zurückweist. Ja. Und bei Erwin, da hat er ja sogar noch viel schlimmere Unterstellungen gemacht, was er denn in einem halben Jahr alles sagen würde. Ja. Hier merkt man auch wieder, das, was für andere gilt, gilt für sie selbst nicht. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, worüber du mal reflektieren solltest. So, und ich finde, wir haben jetzt hier genug gequatscht. So, pass auf, Erwin. Eine ganze Menge Menschen fanden das ziemlich scheiße, dass ich heute mit dir rede. Ja, könntest du dir vorstellen, warum ich das trotzdem gemacht habe? Warte, du. Warum könnte Dara das gemacht haben? Also, Erwin unterstellen, dass er in einem halben Jahr historische Ereignisse leugnen würde, seine Community als Nazi-Gesocks beleidigen, Rechtsextremisten erfinden, die angeblich zujubeln könnten. Wieso könnte Dara so etwas machen? Passt auf. Also mit welchen Leuten würdet ihr so etwas machen? Ich würde sagen, so geht man mit Feinden vor, die man vernichten will. Du beendest denn das Gespräch jetzt schon? Könntest du dir vorstellen, warum ich trotzdem mit dir geredet? Ich hätte noch ein paar Punkte mit dir zu bereden gehabt. Aber, weiß ich. Aber okay. Ja, ich würde sagen, um darauf zu antworten, ich glaube schon, dass du Gutes tun willst, ja. Aber ich sehe auch, dass du gewisse Dinge tust, weil du Klicks willst, und das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja, du tust immer so, als wäre das was Schlimmes, weil schau mal, ich will auch Klicks. Jeder Creator will Klicks. Jeder Creator, der da draußen steht und sagt, ich will keine Klicks. Aber die Frage ist, möchte man nur die Klicks oder möchte man die Klicks für etwas? So, und deswegen, natürlich kannst du mir das vorwerfen, weil ich kann niemals jemanden auf Twitch nicht vorwerfen, Klicks zu wollen. Die Frage ist immer nur, wie deichselt man das aus? Klicks gegen das Positive bewirken. Da muss man immer so einen schmalen Grat gehen. Genau. Und immer versuchen, so einen gewissen Ausgleich zu finden. Genau. Deswegen ist dann die Frage, möchte der es jetzt hauptsächlich für die Klicks machen? Für das Geld? Oder möchte er das Geld und die Klicks, um XY zu erreichen? Zum Beispiel, politische Einflussnahme, um Menschen zu überzeugen. Aber welche Menschen überzeugst du? Weil die Menschen, die anders denken als wie du, die willst du ja nicht überzeugen. Es gibt eine ganze Menge Menschen. Die bannst du ja weg. Wen willst du überzeugen? Die Menschen, die schon so wie du denken, die brauchst du ja nicht überzeugen. Und die Menschen, die anders denken, werden bei dir rigoros im Chat weggebannt. Von meinen ehemaligen Mods, schöne Grüße. Nazis werden rausgebannt. Erwin, es gibt noch mehr tut als mir Nazis. Amaya ist kein Nazi. Bin ich jetzt auch Nazi? Sella, ich hatte ja schon die Frage vor einer halben Stunde gestellt. Sind wir beide jetzt bei Nazis mitgemeint? Ja, also ich bin bestimmt mitgemeint. Ich bin nämlich in so vielen Chats mittlerweile gebannt, wo ich noch nie was geschrieben habe. Einfach nur aufgrund von Kontaktschuld wahrscheinlich zu Erwin oder so. Ja, wir sind Nazis wahrscheinlich. Ich bin auch bei Finessi, bei Dara, bei Dekadent, bei Prunky. Oh. Ich bin auch bei zig Leuten gesperrt. Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn, ohne irgendwas geschrieben zu haben. Doch. Bei Finessi, da habe ich es gewagt, sie zu raiden und ihr dann zu... Oh! Ja, und dann zu schreiben, ja, Sarah Wagenknecht, die macht doch gute linke Politik. Da war ich ganz schnell weg. Und schaut euch das Video an, habe ich auf meinem Zweitkanal, da habe ich auf den Ausschnitt, wo sie mich gebannt hat, nochmal kurz reagiert, weil das echt so lost war. Also diese Walkisten. Ja, aber weißt du, wie willst du leise? Das verstehe ich ja nicht, ne? Sie sagen ja einerseits, also Dara, wir hatten das Thema ja, Dara sagt ja, er möchte die Leute, die eh links ticken, beziehungsweise die noch erreichbar sind für Argumente, erreichen. Ist ja logisch, ne? Molvia sicherlich auch. Die Frage ist halt nur, wie willst du das machen, wenn du jeden sofort wegbannst, deren Meinung du nicht teilst? Also wie wollen diese Leute jemals irgendwen erreichen dadurch? Also wen erreichst du damit? Sie wollen ihre Hegemonie in den Medien, in den staatlichen Institutionen aufrechterhalten und ausbauen. Das ist ihr Ziel.
Mir kommt es einfach so vor, als schirmen sie sich komplett von Argumenten oder von jeglichem Diskurs ab, weil sie Angst haben, dass sie mit irgendwelche Idioten auf Twitter, aus ihrer Sicht Idioten, die gemeinen Pöbel zu überzeugen, das interessiert sie nicht. Sie geht es davon, die Eliten auf ihrer Seite zu haben. Das ist eine elitistische Ideologie. Keine Populare, die sich irgendwie darum schert, was die Bevölkerung will. Ja. Also ich würde schon sagen, dass es noch einige gibt, die eigentlich Leute erreichen wollen, aber bei so einer Finesse, wenn du sagst, du kommst rein und wirst gleich gebannt, weiß ich nicht. Also ich weiß ja auch nicht, wem du damit irgendwie... Naja, egal. Muss ich nicht verstehen, wahrscheinlich. Nee. Hallo, ist schon klar, hallo. Amaya ist kein Nazi. Amaya wurde rausgebannt, einfach nur, weil sie Kontakt zu mir hat. Mein halber Chat hat sich hier beschwert, dass er bei dir gebannt ist, einfach nur, weil sie im Chat waren. Sie sagen, ich war noch nie bei dem Typen im Stream. Sie kommen rein in den Chat, schreiben irgendwas, hey, Leute sind extrem transfeindliches, ausländerfeindliches oder sonstiges, Dara, und dann sind sie raus. Dara, Leute sind gebannt. Leute sind in deinem Chat gebannt, die waren noch nie in deinem Stream, Dara. Wir haben hier auf deine Dings reagiert, schaut dir das auf YouTube an. Wir haben hier mit Leuten reagiert und ich sage, die bannen drüben alle weg, selbst wenn ihr nicht drüben wart, weil sie die Namen hier anschauen. Und die Leute hier haben gesagt, das glaube ich nicht, sind rüber zu dir gegangen und sind zurückgekommen und haben gesagt, holy shit, ich bin wirklich gebannt bei denen. Ich war noch nie drüben, ich habe den Stream noch nie angeschaut. Ja, das kann ich übrigens auch bestätigen, wie gesagt. Also ich bin zum Beispiel bei Leuten wie Young Feldsalat, ne, den kennst du ja sicherlich auch. Auch ein linker Streamer. Ja. Da bin ich mal reingekommen, da war ich für den Chat gesperrt, ohne da je was geschrieben zu haben. Dann jetzt bin ich nochmal, jetzt haben sie ja eine neue Methode. Du bist ja mittlerweile für den ganzen Kanal, können die dich ja sperren, dass du den Stream gar nicht mehr schauen kannst. War ich neulich bei Young Feldsalat. Ich bin für den ganzen Kanal gesperrt. Ich habe dort noch nie irgendwas geschrieben. Also wirklich, du nicht nur, dass ich für den Chat, sondern ich kann gar nicht, dass die Stream anschauen mit meinem Account. Das ist Wahnsinn einfach. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Also das ist ja schon einfach nicht mehr normal, sowas, ne? Ja, es dient halt also dazu, den Diskurs anzuschauen. Die schließen dich schon aus, überhaupt irgendwas anzuschauen, einfach nur, weil du, weiß ich nicht, bei Protopia bist oder so. Die wollen keinen Diskurs. Ich habe auch letztens, also ich habe auch gestern mir nochmal abends kurz reingeguckt, wie Naitan auf mich reagiert hatte. Kein einziges Argument, also seine ganzen Argumente hat sich dabei herbeifantasiert, dadurch, dass er mir nicht zugehört hat. Also er dann darauf reagiert, mir dann irgendwas unterstellt und also deswegen werden wir darauf auch nicht reagieren. Also das sind 40 Minuten oder so. Nur mit irgendwelchen Dingen, die ich nie gesagt habe. Also jetzt nichts Schlimmes. Schade, oder so. Wenn es was Schlimmes wäre, dann könnten wir das noch darauf reagieren. Für dich ist es vielleicht nicht schlimm, aber für die ist es ganz, ganz schlimm, was du da wahrscheinlich gesagt hast. Sehr, sehr problematisch wahrscheinlich, was du da von dir gegeben hast. Ich habe es gewagt, die Human Rights Campaign zu kritisieren und habe dann gesagt, das ist so eine Organisation, die diese woke Ideologie vorantreibt und Leiter dann so, setzt dich doch nur für Menschenrechte, für Transrechte ein. Ja, danke schön. Ja, und komischerweise sind die ganzen Transsexuelle nicht, die ich habe. Komischerweise sollte man sich als Linke auch gegen Großkonzerne einsetzen, aber diese ganze Human Rights Campaign, die ganzen Großkonzerne stehen, sind Sponsoren von dieser Kampagne, ne? Also ja, da sollte man sich doch als Linker fragen, will ich jetzt den Kapitalisten in die Hände spielen oder will ich das vielleicht ein bisschen mehr kritisieren? Aber na gut, was weiß ich schon. Ja, Naitan hat dann gesagt, für diesen Aktivismus brauche man ja Geld im Kapitalismus und deswegen sei es nun mal nötig, nur auf Großkonzerne zu setzen. Ah, also. So. Ja, also ist es ja das, was wir uns auch, bestätigt ja uns, was unsere Theorie ist, nämlich, dass sie gemeinsame Sache mit Kapitalisten machen. Die Wokies, ne? Also in gewisser Weise. Ist ja so. Also, egal. Okay, ja, klar, weil so, alles Nazis, wer kennt sich? Wenn die Leute aus deinem Chat wegbannen, dann hat das Gründe. So, ja, das stimmt, so wie Amaya. Welchen Grund, Grund hat Amaya? So, als würde dort dein Chat irgendwie aus Haufen FDPler, CDUlern, SPDlern, Grünen und dann ein paar doch, diese Leute gibt's, bestehen. All das gibt's hier. Sondern all das wir wissen gibt's beide, dass dort regelmäßig kritische Aussagen fallen. Und wir wissen auch, dass du nicht dort irgendwie deine linke Bubble hast. Du hast höchstens
paar Leute, die dort sagen, ja klar, bin ich links. Erwin links, Sarah Wagenknecht links. voll. Und du hast lauter stabile Linke bei dir, die alle einfach Menschen von oben herab verachten und jeden einfach Nazi nennen, der nicht der gleichen Meinung ist. Stabile Bubble seid ihr. Und wenn einfach geballter Menschen angetan wird, dann sagt sie einfach so, hat sie wohl verdient. Wann man ein Nazi ist und wann nicht. Wir bezeichnen nicht einfach jeden als Nazi, weil sonst würde der Stream nur aus einer Person bestehen, weil als würde ich erkennen, weiß nicht was, es sind doch alle Nazis außer ich. Ne? Ist doch ziemlich simpel. Ja. Nein, so hat er auf keinen Fall argumentiert die ganze Zeit hier. Siehste, und das meine ich ja, ne? Er behauptet jetzt hier an der Stelle plötzlich, er kann differenzieren, an anderer Stelle, aber er hat ja jetzt oft in dem Gespräch bewiesen, dass er für ihn mittlerweile, ich meine, er hat Erwin Zuschauer als Nazi-Gesocks bezeichnet. Also wie wenig differenzieren kannst du dann bitte? Und dann auf der anderen Seite. Auf das läuft das hinaus. Auf das läuft das hinaus. Ich sag dir ganz genau, wen ich hier in meine Kommune. Ich bin gerade aus Versehen drauf gekommen. Alles gut, alles gut. Ich war eigentlich auch fertig. Also. Ach so. Die ziehe. Und das sind erstmal ganz viele Leute, die sowieso schon nach links tendieren, nur eben noch die politische Bildung brauchen und eben auch die nicht so klug sind wie du, ja? Aktivismus. Ja. Und die landen in meinem Stream, erfahren politische Bildung und merken, boah, da sind ein paar coole. Also, alles Verschwörungstheoretiker ist politische Bildung. Merkt euch das. Wenn ihr irgendwen habt, der besseres Argument hat als ihr selbst, dann ist das ein Verschwörungstheoretiker. Das ist dann dann seid ihr politisch gebildet, wenn ihr so vorgeht. Das verstehe ich auch immer nicht, was er mit politischer Bildung meint, ne? Seine Ideologie. Weil immer, wenn man in seine Streams oder auch von anderen guckt, also ich weiß nicht, was sie da für politische Bildung vermitteln. Ja, ab und zu redet mal Karl Dekadent über Karl Marx. Ab und zu mal hörst du da hier ein bisschen Kapitalismuskritik raus, aber so wirkt politische Bildung, würde ich nicht unbedingt sagen, vermitteln soll. Also da, keine Ahnung, kann ich mir auch eine Doku bei Arda angucken. Da habe ich mehr von. Ja, definitiv. Also deswegen, wenn man politische Bildung will, dann geht man auch nicht zu Twitch. Also ich würde auch nicht mehr anmaßen, hier jetzt politische Bildung zu betreiben. Aber ich muss sagen, ich schaue ab und zu mal den, wie heißt denn der auf YouTube, den Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Also ich finde, da kann man schon ein bisschen was lernen, ab und zu mal. Ja, das ist nett, danke. Coole Sachen dabei, die kannte ich vorher noch gar nicht. Und deshalb, da würde ich gern bleiben, ein bisschen mehr zuhören und dann werden diese Leute weiter nach links gezogen. Und das ist halt eben genau die Strategie, die immer historisch am besten funktioniert hat. Also, wenn die Gesellschaft immer progressiver wird, dann müssen auch die Rechten irgendwann mit ihrem Geschwurbel sich immer hinten anschließen und versuchen, so ein bisschen mitzuhalten. Deswegen haben wir auch heute bei der AfD-Spitze eine lesbische Frau, die im Ausland lebt und ein Kind adoptiert hat mit ihrer Ehefrau. Toll. Weißt du, weil die auch irgendwie mithalten müssen, weil die ganze andere Gesellschaft. Und deswegen ist das die beste Strategie, mein wokes Herz jubelt. Echt. Politische Einflussnahme zu betätigen. Das heißt, man versucht immer weiter einfach die Menschen, die sowieso schon in politisch einem nah sind, nach links zu ziehen, weil die dann auch wieder die Nächsten nach links ziehen. Ja, aber das macht man ja nicht, indem man Leute gleich wegbannt. So, und das macht man ja nicht, indem man Leute wegbannt. Also wie willst du Leute erreichen, wenn du die ständig wegbannst? Und das hat Erwin ja eben auch gesagt, dass einfach Leute zu Lara rübergehen in den Chat und sehen, sie sind dort einfach gebannt. Ne? Also das widerspricht ja dem, dass du Leute erreichen willst, wenn du einfach Leute gleich wegbannst, ohne dass sie irgendwas schreiben können. Es widerspricht ja sich komplett, wenn du ständig Bannlisten hast, wo du Leute sofort wegbannst, weil sie in dem und dem Chat sind. Also das widerspricht ja dem, was er sagt, er will Leute erreichen, ne? Ja, das stimmt ja auch. Also das ist ja genau das Gegenteil. Will Leute erreichen, aber Leute, die eh schon so links sind, aber zu dieser Woke-Ideologie neigen, die will er komplett da einbinden und in ihnen auch dieses Karl-Schmidt'sche Politikverständnis wecken. Also er will Homogenität in der eigenen Community erzeugen. So könntest du das sagen. Und die eigene Community natürlich im eigenen ideologischen Fahrwasser auch noch vergrößern. Wie gesagt, es geht diesen Leuten nicht darum, die Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen, sondern es geht darum, die Eliten der Gesellschaft auf ihre Seite zu ziehen. Das ist übrigens genauso wie im Neoliberalismus. Auch die Neoliberalen haben nur darauf gesetzt, die Eliten auf ihre Seite zu ziehen. Es gab in der Bevölkerung nie einen neoliberalen Konsens. Trotzdem haben wir eine neoliberale Hegemonie seit 40 Jahren. Ja, und das ist ja auch, das sagt ja Morf, aber das ist ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, dieses neoliberale Denken, weil ja durch diese neoliberale Politik immer wieder Leute hervorkommen, die das zwar nicht wollen, aber die halt von System so gepolt werden, dass sie eben darauf fixiert werden, dass sie doch diese neoliberalen, ne, letzten Endes Gedankengänge und sich dementsprechend auch
ja, dann irgendwann an der Spitze stehen und selber dann wiederum das diese neoliberale Idee weitergeben, ne? Also es ist ja eine, sich selbst, also diese Ideologie erzeugt ja solche Leute immer wieder. Deswegen, und diese Leute kommen ja dann auch immer wieder an die Spitze. Also es ist ja klar, dass das sich selbst verstärkt, diese Ideologie, diese neoliberale. Weißt du, also, was ich meine? Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Falls ihr euch für Wirtschaftspolitik interessiert, dann lest die Bücher von Heiner Flassbeck. Das würde ich euch dann empfehlen. Also, ja, ansonsten lest euch Bücher über geschichtliche Ereignisse durch. Also jetzt im nahen Mittlerer Osten ist Michael Lüders vor allem gut. Also ich habe da jetzt kein Top-Buch, was ich jedem empfehlen würde, aber kommt drauf an, wofür euch interessiert. Und es gibt nicht nur Nazis und Linke, Erwin. Es gibt auch eine ganze Menge dazwischen und die werden hier auch nicht gebannt. Aber die erkennt man auch daran, dass die nicht irgendwie transfeindliche Sachen, ausländerfeindliche Sachen schreiben oder so, sondern die schreiben höchstens sowas wie, ja, sollte der Mindestlohn nicht bei 9 Euro sein? Ich fände das vernünftiger. Da. Oder sollte nicht irgendwie die Spitzensteuersatz irgendwie bei 60% liegen? Das wäre besser. Da finde ich die Meinung von den Linken ein bisschen übertrieben. Da, ihr habt deine Und solche Leute werden selbstverständlich nicht gebannt. Das sind keine Nazis. Mit denen kann man diskutieren. Kannst du mal kurz Pause machen? Mitstimme schreibt gerade, er möchte Volkslehrer spielen, wer nicht zuhören will, wird aus der Klasse geworfen und aus der Gruppe entfernt. 10 Jahre hat das sehr erfolgreich funktioniert, deshalb glauben sie, so weitermachen zu können. Ja. Herr Tesseller. 100%. Ja, aber mittlerweile, ja, ich glaube mittlerweile, und das haben wir halt auch Leuten wie KuchenTV und so zu verdanken, ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan, aber die haben das sehr gut aufgedeckt, ne? Auch Jay Riddle und wie sie alle heißen. Die haben diese Woke-Ideologie ziemlich entlarvt, Montana Black. Das ist das Beste auf jeden Fall, was passieren konnte, dass sie mal da ein bisschen aufräumen und zeigen, wie diese Leute vorgehen. Auch der breiteren Masse das zeigen, ne? Finde ich wichtig. Deswegen ist dieser Shoyoka-Streit auch so relevant, weil die Wokisten hier dabei sind, eine schwere metapolitische Niederlage zu erreichen. Und das merken sie auch selbst. Also sonst würden sich ja nicht Bundestagsabgeordnete und die Amadeo-Antonio-Stiftung oder große Medien mit Shoyoka solidarisieren. Also, wenn das irrelevant wäre. Das hat schon eine gewisse Relevanz. Also, die Wokisten sind richtig stark in die Defensive geraten. Das ist was wir nur unterstützen sollten. Ihr habt eine Trans-Streamerin gebannt, weil sie sich nicht von nicht, mir distanziert. Nicht, weil sie trans ist. Weil sie sich nicht von mir distanziert. Amaya, also wieder das gleiche Spiel, wie schon im ersten Teil unserer Reaktion. Amaya darf sich jetzt nicht auf ihre Opfergruppe berufen. Das dürfen nur Leute, die den Woken treu ergeben sind. Und Amaya ist ja dann an diese Woke-Seite gewechselt später. Die hat sich dann ja gegen Proletopia gewandt. Und ja, dann waren die Woken. Die ist dann jetzt mittlerweile komplett drin da, ne? Nee, du kannst da nicht ewig weil drauf rumreiten auf der einen Streamerin, die gebannt wurde. Das ist ja wohl die Höhe. Ja, aber es zeigt, wer ihr seid, ey. Aber okay, ist ja in Ordnung. Ist okay. Das zeigt, wer wir sind. Definitiv. Tut es, ja. Und der Punkt ist einfach, beschäftig dich. Nachdem du nicht mehr reden willst, beschäftige dich mit deiner Sache, ja? Gebe ich dir mit. Schau mal, auf welche Art Wokismus spezifisch. Ken the Brain schreibt gerade im Chat: jeder, der sich, der noch zwei Gehirnzellen hat, bemerkt, was die Wokis veranstalten, das mag schlimm, aber die Frage ist, was man daraus schlussfolgert. Schlussfolgert man daraus, nun die AfD zu wählen und hier eine rechtskonservative Politik einzuführen, oder schlussfolgert man daraus wieder zurück zu einer linkskonservativen Altlinken, nennt es wie ihr wollt, Politik zu gehen? Und das ist die Frage. Das ist die Frage, die wir beantworten sollten. Also manche ziehen ja auch daraus die völlig fehlgeleitete Schlussfolgerung, dann die CDU zu wählen oder so. Also eine Partei, die sich dem Wokismus überhaupt nicht entgegenstellt. Ausgenützt wird von Kapitalisten, dass sie ihre Politik Erwin, machen glaubst können. Du ernsthaft? Ich kenne mich damit nicht aus. Ah, du kennst dich aus. Gut, okay, das freut mich. Ja. Aber vielleicht glaubst du ernsthaft, dass das die Lösung ist, ja dann einfach nicht mehr woke sein, in Anführungszeichen? Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man einfach sich nicht Wokismus zu einem Sport macht, um andere zu canceln. Sondern es geht darum, woke zu sein, um Menschen zu helfen. Ja. Woke sein bedeutet Menschen helfen, nicht andere Menschen ausschließen, Dara. Das ist der Punkt, das musst du verstehen. Wir haben hier eine tolle, inklusive Community, und wenn du Nazi bist du halt nur mal raus. Aber sonst können hier gerne alle dabei sein, die andere Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Dara, ich akzeptiere alle Menschen, wie sie sind. Ich bin kein Nazi, ich bin gebannt bei dir im Chat. Ja. Ja. Weil du, das, weißt weil du, was passiert? Du. Ja, aber doch nicht, Erwin, doch nicht, weil du ein Nazi bist. Alles klar, Mann. Ja. Sondern weil ich vor einer ganzen Weile
mal über dich gesprochen habe und dir nichts Besseres eingefallen ist, als Beleidigungen welche in den Beleidigung? Chat zu schreiben. Was habe ich geschrieben? Weil du dich nicht zurückhalten kannst, was weil ich du so unsouverän bist. Was habe ich geschrieben für eine Beleidigung? Ja, der andere Leute als Nazi gesorgt, rechtsextrem und sonst was beleidigt, der hält sich selbst natürlich nicht für unsouverän, weil Dara das mit Strategie, Dara macht das mit Grund. Also bei Dara, der hat nicht die Impulskontrolle ausgesetzt, das muss uns allen ganz klar sein, er macht das absichtlich. Er macht das wirklich, um den Diskurs zu radikalisieren. Er macht das, weil er den demokratischen Diskurs ablehnt, weil er bestimmte Leute einfach ausschließen will. Also uns alle hier. Also wir gehören ja laut ihm zum Nazi-Gesorgs. Lies sie doch vor. Das kannst du doch, das kannst du jetzt nachschauen schnell. Lies vor, was habe ich geschrieben? Mach ich jetzt nicht. So, Erwin, du weißt, was du geschrieben hast. Komm, tipp einfach meinen Namen. Nein, weiß ich leider nicht. Nein, ich kann nicht nachschauen, du schon. Spiel nicht dieses Spiel. So, und du konntest dich nicht zurückhalten. Du bist ausgerastet. Du hast wahrscheinlich deinen PC angeschrien. Ja, 100%. Und dann hast du in den Chat geschrieben und dann hat mein Mod dich einfach direkt gebannt, weil wir wissen ja, aber wie vorher habe ich mich nackt ausgezogen. Vorher habe ich mich nackt ausgezogen. Vergiss das nicht dazu zu sagen. Das ist wichtig. Weitergeschrieben. Ich habe mich vorher nackt ausgezogen. Vergiss das nicht und bitte, weil sonst sehe ich schlechter. Alle Leute glaube ich dir sogar. Sehr gut, sehr gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert ist. Ja. So, nochmal. So, kannst du dir vorstellen, warum ich trotzdem mit dir gequatscht habe heute? Es ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Obwohl dort die ganze linke Bubble ausgerastet ist und dort eine ganze Menge Menschen wahrscheinlich nie wieder mit ihm reden werden. Es ist mir egal. Ehrlich, ich schwör's dir, es ist mir egal. Ich sag's dir, Erwin. Ja, mach es, sag's mir halt. Mir ist es wirklich egal. Es interessiert mich ein Scheiß. Weil ich dich immer noch als Freund vermisse. Du vermisst mich als Freund? Ja, Erwin. Wir waren nie Freunde, wovon redest du? Das war ja auch dort. Das war ja auch in dem Gespräch. Ich vermisse dich als Freund. Aber solche Freunde, der braucht keine Feinde mehr. Ja. Ah, herrlich. Wir haben uns ziemlich gut verstanden und waren befreundet. Entschuldigung. Und ich finde das so schade, was du tust. Und das finde ich so unglaublich traurig und das trifft mich extrem tief. Und das hat's schon die ganze Zeit. Und ich habe mich monatelang zurückgehalten mit der Kritik an dir, weil ich immer die Hoffnung hatte, irgendwie kriegst du noch die Kurve. Und weil ich eben nicht auf... Also Nazi-Gesorgs, rechtsextrem, antisemitische Verschwörungstheorien, das passiert, wenn Dara sich mit der Kritik zurückhält. Nee, er meint ja monatelang. Also er hat bei der ganzen Hetzkampagne von Alerta und Co. nicht mitgemacht, das meint er jetzt wahrscheinlich. Also das ist für ihn schon eine Leistung, da nicht voll mit eingestimmt zu haben. Ja. Auf dir einhacken wollte. Mhm. Okay. So, und deshalb habe ich heute gegen alle Widerstände trotzdem gesagt, ich werde mit dir reden. So, und Erwin, weißt du, was ich dir eben beschrieben habe, ich glaube da fest dran, dass eben das ein Riesenproblem ist, dass deine Community dich mit der Zeit finanziell unter Kontrolle haben wird. Und wenn du doch noch mal irgendwann, weil das geht nicht, dass du morgen irgendwie noch mal plötzlich merkst, das ist alles Mist, was du da machst und du dich komplett 180 Grad drehst. Das wird nicht klappen, weil du wirst Angst davor haben und das berechtigt, dass dir direkt erstmal finanzielle Einnahmen wegbrechen. Aber die Tür ist immer offen. Du kannst immer kommen und das ist kein Betteln, das ist auch kein sein Gesicht. Du kannst immer kommen, nicht unsere Ideologie unterwerfen, die große Regenbogenflagge anbeten, dann ist alles wieder gut. Aber sonst, leider bist du dann rechtsextrem, Nazi, Antisemit, alles zusammen, Verschwörungsideologe, was noch nicht dazu gehört. Sowas Ähnliches hat ja Naitan auch gesagt, ne? Naitan hat ja auch sowas Ähnliches gesagt, ja, Erwin, wenn du bereit bist, dich hier das und das vielleicht doch zu ändern. Und auch die Leute bei dir, kommt alle her, ihr müsst euch halt nur unterwerfen, sozusagen. Ja, bekenne dich, Ketzer, dann kannst du auch wieder kommuniziert werden. Niemand wird irgendwie, und ich werde mich gegen jeden stellen, der irgendwie dann sagt, ey, du, weiß nicht was, da kommt der Erwin angekrochen oder sonst was, solltest du irgendwann mal, weil du merkst, wie das weitergeht. In 6 Monaten, in 1 Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 5 Jahren. Und solltest du doch noch mal irgendwann die Kurve kriegen wollen, dann schreib mir und wir kümmern uns darum, dass deine Existenz gesichert ist und dass du wieder mit der Zeit... Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. einen tollen Stream auf die Reihe bekommst, ohne den ganzen rechtsextremen Anhang und die Nazis. Und
Ja, ohne den Rechten. Also, extrem Anhang. Alle, die hier gerade zuhören, geil. Damit seid ihr gemeint. Also das muss euch immer klar sein. Wenn nachher jemand rechtsextremen Anhang oder Nazi-Gesorg spricht, dann seid explizit ihr gemeint. Rechtsextreme Anhang. Das ist so geil. Also mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, Mann, dass wir beide das so gemeint sind. Also. Ja. Wie lange her? Das war November 20. Das ist so schlecht gealtert, oder? Finde ich. Ja. Richtig schlecht gealtert. Also man sieht so ein bisschen, wie diese Ideologie im freien Diskurs scheitert. Also wenn die Wokisten nicht gemacht haben, Leute wegzucanceln, dann geht das nach hinten los. Ich meine, deswegen muss ja beispielsweise ein KuchenTV oder Nemesis gesperrt werden oder Proletopia. Deswegen sollen die am besten ihre Meinung gar nicht mehr sagen. Weil sie das eben ziemlich gut aufdecken. Und es geht auch für rechte Kanäle. Also deswegen wurde ja auch ein Schlomo gesperrt. Deswegen ist Discord gegen das Angerverse vorgegangen. Also da gibt es ja zig Beispiele, wo alles Mögliche zensiert wurde. Einfach wieder coole linke Politik machst und mit mir darüber diskutierst, wie geil das wäre, wenn die Unternehmen demokratisch wären. Ich sag dir was. Ich bin Künstler. Das hier ist ein Kunstprojekt. Wenn es mir um... Mir geht es um das, was ich mache künstlerisch. Wenn es mir um Geld gehen würde, hätte ich nicht die Hälfte meiner Zuschauer einfach so verloren vor 8 Monaten, 9 Monaten. Ja? Hätte ich nicht einfach meine Meinung klar und direkt rausgesagt und einfach in Kauf genommen, dass die Hälfte der Leute, übrigens alle deine Zuschauer praktisch jetzt, waren mal meine Zuschauer, dass sie einfach weggegangen sind. Das ist, was passiert, wenn man Cojones hat und sich einfach traut, seine Meinung ehrlich zu sagen, wie man sie denkt und dahinter steht, was man für richtig hält und nicht und wo es nicht darum geht, ist einfach und wo es nicht darum geht und wo es nicht darum geht, einfach nur wegen Kohle irgendwas zu reden. Du schätzt mich falsch ein, Dara. Darum, dass du deine Existenz sichern musst. Wie das System funktioniert. Ja, klar, ich weiß. Aber es geht nicht darum, dass ich dir vorwerfe, dass du das für den Reichtum machst oder so. Das weiß ich. Sondern ich sage dir nur, in welchen Bedingungen du gerade bist. Ich sag nicht, dass das nicht gerade deine Meinung ist, sondern würdest du erkennen, dass diese Meinung dich in eine ziemlich dunkle Ecke mit der Zeit führen wird? Deine Meinung dann ändern würdest, dann hättest du trotzdem ein finanzielles Problem, weil im Kapitalismus haben wir nun mal das Problem, dass auch Meinungen einen Wert haben. Ja, weiß ich und nicht. Deshalb muss man schauen, welche Meinung man hat, damit man weiterkommt. So ist es leider. Und es ist sehr schwer, eine linke Meinung zu haben. Du wirst in der Regel immer vom System dafür bestraft. Schönerweise gibt es drei Möglichkeiten, dass man das umgehen kann. Die einzigen Leute, die mich für meine Meinung angreifen, sind irgendwelche paar Leute, die irgendwie Sachen aus dem Kontext reißen und glauben einfach, dass sie allen zeigen müssen, dass ich was bin, was ich nicht bin. Ja, das ist extrem schlimm. So. Danke dir für das Gespräch. Selbstverständlich. Finde ich gut. Und schauen wir, ob wir irgendwann wieder miteinander reden können. Vielleicht darüber, wie der Kapitalismus und Wokismus zusammenhängen. Auch an Archie und die ganze Gang. Vielleicht können wir irgendwann darüber reden, wie Wokismus und Kapitalismus zusammenhängen. Das würde mich interessieren. Das kann ich auch in meinem Stream so erklären. Weil ich würde gerne mit dir reden, weil ich glaube... Schauen wir mal, Erwin. Nee, ich sag dir eins. Also wenn nicht der nächste Satz... Ich sag nur, das würde mich bestimmt sofort Verschwörungstheorie schreien, wenn man über das Thema mit ihm reden würde. Quasi sofort. Da müssen wir unbedingt mal was zusammen... machen. Haben wir ja schon ein bisschen was zu gemacht. Ich mach's ja auf meinem zweiten Kanal die ganze Zeit. Da brauche ich ja jetzt kein langes. Ja. Die Grenzgänger-Studios wollten dazu mal eine Recherche rausbringen. Also da bin ich auch gespannt drauf. Ja, das ist ein guter Kanal, der hintergründige Videos macht. Also es gibt ja solche auf der linken Seite. Und ich finde es auch gut, dass sie mit Proletopia geredet haben. Wir müssen diese Reaktionsstreamer, Leute, die sich mit so Gossip beschäftigen, mit Leuten zusammenbringen, die es, die ein bisschen tiefgründigere Inhalte machen. Aber. Tatsächlich, sage ich das jetzt oder? Ach, egal, ich heb mir das auf. Morph hat mal gesagt, beziehungsweise generell, es gibt da so einen Spruch: kluge Menschen beschäftigen sich mit Ideen und dumme Menschen sich mit anderen Menschen. Ja. Und
Da musste ich jetzt drüber nachdenken, weil wir uns doch sehr mit anderen Menschen eher beschäftigen als mit Ideen. Ja, das ist ein Reaktionsstream. Also ich habe immer gesagt, dass das dumme Formate sind und man sich das nicht ansehen sollte. Aber die Menschen schauen es halt, also... Ja, das ist halt das Ding, ne? Du erreichst halt so die Leute am ehesten mit solchen Sachen. Mit so Reaktionen. Der irgendwann von dir an mich ist, ey, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe, dann müssen wir nicht mehr miteinander reden. Alles klar, Mann, passt. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir miteinander... Hat er gerade wirklich gesagt, wenn dein nächstes Angebot nicht ist, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe, dann brauchen wir nicht mehr miteinander reden? Bitte nochmal, Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich spule nochmal zurück. Wie gesagt, wir hatten gerade mit einem Satz unterbrochen. Ich habe einen Fehler gemacht. Schauen wir mal, Erwin. Nee, ich sag dir eins. Also wenn nicht der nächste Satz, der irgendwann von dir an mich ist, ey, ich habe einen Fehler gemacht, ich brauche Hilfe, dann müssen wir nicht mehr miteinander reden. Alles klar, Mann. Passt. Er hat das exakt so gesagt. Wenn nicht der nächste Satz ist, ich habe einen Fehler gemacht, dann brauchen wir nicht mehr miteinander reden. Also quasi bekenne dich oder wir canceln dich. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir miteinander reden, ist einfach, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Und jetzt geht der einfach raus. Das war der Job. War das geil. War das geil. Das war so fucking geil. Hey, yo, es ist doch, weißt du, ist nicht alles, was ich euch erzählt habe, ist es nicht true? Ist es nicht einfach fucking true? Alles, was ich gesagt habe? Ist es nicht schlimmer, actually, als wie ich die Leute eingeordnet habe? Ist es nicht schlimmer als das, was ich eigentlich früher immer gesagt habe, wie diese Leute drauf sind? Crazy. Und sie können das nicht sehen. Sie glauben, sie sind im Recht. Sie glauben, dass das normal und gut ist, wie sie sich verhalten. Sie glauben, dass das ein normales Verhalten ist. Sie glauben, dass das eigentlich in Wirklichkeit based ist, dass ihre Position und was sie denken eigentlich based ist. Das ist crazy. Das ist crazy. Er bittet gerade um Verzeihung von seiner Bubble. Wirklich? Jetzt im Ernst? For real? Ja, stimmt. Dara musste sich dann vor seinem eigenen Chat für dieses Gespräch hier rechtfertigen. Das war so witzig damals. Ja, stimmt. Das war krass. Also dann haben Teile seines Chats sogar versucht, ihn zu canceln. Das war Alerta und Co. Das war ja bei wem, wo er mit Imp geredet hat, war das ja danach auch, ne? Mit Imp und mit KuchenTV, da musste sich ja auch rechtfertigen danach. Ja. Das ist so witzig. Ja, warum gibt man einem reaktionären YouTuber überhaupt Reichweite? Ich meine, die Begründung dafür, dass KuchenTV reaktionär war, die beste, die ich gehört hatte. Ja, er macht Reaktionsvideos. Oder mit Skurrus, stimmt, mit Skurrus hat er ja auch geredet, ne? Da gab es ja dann auch Ärger. Da wurde auch von Alerta und Co. angefeindet, ja. Die scheinen jetzt ein bisschen die Taktik gewechselt zu haben, dass sie offener sind für Gespräche, weil sie eben sehen, dass sie selbst auf Twitch keine Reichweite haben, dass dieses Gespräche verweigern nicht so gut ankommt. Es ist beängstigend, es ist fucking beängstigend. Das war von oben herab, das war ad hominem, das war böse, böse Unterstellungen, so, du verbreitest antisemitische ganze Chat-Nazi und crazy einfach so. Kannst du dir nicht vorstellen. Unglaublich, wie diese Menschen nicht sehen wollen, einfach Leute sehen wollen als das, was Leute sind, sondern ihnen unbedingt etwas einhämmern wollen, was sie sind. Unglaublich. So viel zum Thema, wer abhängig von seiner Community ist. Wirklich. Unglaublich. Unglaublich. Das ist einfach...
Glaubst du nicht. Und deswegen wollte ich reden. Genau deswegen wollte ich reden. Weil in letzter Zeit habe ich nicht mit Lilis geredet, ich habe nur über sie geredet. Es ist besser, mit ihnen zu reden, weil ich glaube, nichts, was ich auf diesem Planeten sage, kann sie besser darstellen, wie sie denken und wie sie drauf sind und wie sie gegenüber Menschen sind, als wenn sie einfach selber reden. Weißt du? Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja. It's crazy. Ja. Und jetzt. Das einzige Argument, was Dara hatte, also das einzige Argument, also nicht mal sein Bestes, sondern das einzige. Alles Verschwörungstheoretiker, rechtsextreme Nazis, ja, also die Erklärung für alles sowieso Verschwörungstheorien, darauf basiert angeblich jede Ideologie. Und ja, das ist ganz böse, das müssen wir bekämpfen. Mehr Argumente haben diese Leute nicht. Erst recht Dara, bei dem sieht man das sehr gut. Mhm. Also wir hatten ja über den Friedensprozess in der Ukraine geredet, dass die da kurz vor dem Verhandlungsfrieden waren und der Westen das verhindert hat. Kein einziges Argument, dass das falsch war. Er nur, ja, das hat ein Journalist in einer Zeitung geschrieben, ja, ändert doch nichts daran, dass das mittlerweile von offiziellen Quellen bestätigt wurde. Also, ja. Was soll man dazu noch sagen? Jetzt muss ich pissen gehen. Und dann bedanke ich. Oh, ja, dann ist der Talk hier jetzt zu Ende. Das ist sehr erhellend gewesen. Also, Stella, fass noch mal kurz zusammen. Was haben wir hier heute über die Walker-Ideologie gelernt? Ja, ist auf jeden Fall interessant im Nachhinein noch mal das Gespräch. Also, da waren ja wirklich ein paar sehr ikonische Szenen. Naja, man möchte halt den Diskursraum offensichtlich einschränken, beziehungsweise man möchte entscheiden, wer was sagt und wer nicht. Und ja, also sie arbeiten sehr viel mit Framing, ne? Dein Chat sind Nazis und Nazi-Anhang oder was er da gesagt hat. Ja. Ja, man möchte sich, denke ich mal, den Diskursraum einschränken und ja, bist du nicht für mich, bist du mein Feind, also ist eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, das habe ich ja schon relativ früh erkannt bei denen. Ja, was soll ich noch sagen dazu? Ich glaube, du hast es ziemlich gut zusammengefasst, was ich am Anfang schon erklärt habe. Sie haben ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Einerseits unterteilen sie die Gesellschaft in Täter- und Opfergruppen. Und diese Opfergruppen, die kann man beliebig zusammenwürfeln oder immer wieder neue schaffen, wie man es gerade braucht. Und zum Zweiten unterteilen sie die Welt in Gut und Böse. Alle, die ihrer Ideologie folgen, die ihrer Ideologie nützlich sind, das kann das Großkapital sein, das kann der amerikanische Imperialismus sein. Die sind auf ihrer Seite, die gilt es zu schützen, die gilt es zu verteidigen, egal welche Verbrechen sie begehen. Und alle, die ihrer Ideologie nicht Lob huldigen, das sind ihre Feinde, die vernichtet werden müssen. Oder zumindest aus dem Diskurs ausgeschlossen werden müssen. Also sonst würde man sie nicht als Nazis oder sonst was beleidigen. Da hast du völlig recht. Das ist eine komplett zutreffende Analyse, würde ich sagen. Und der Wokismus beschwindet sich auf Twitch und YouTube in der Defensive und das ist etwas, was wir auf jeden Fall als ja, Altlinke, Linkskonservative, nenn es wie du willst, unterstützen müssen. Mhm. Dann nochmal der Hinweis zum Schluss auf unsere beiden Kanäle. Sella hat einen eigenen Kanal, lädt da manchmal Talks hoch, weiß nicht, ob die Reaktionen hier da auch online kommen. Muss er selbst wissen. Und ich sehe gerade. Ja, mal schauen. Lisa Fitz war bei Preradovic zu Gast. Das ist, glaube ich, für eine Reaktion ein bisschen blöd, aber... Ach sie, ja. Preradovic, den Kanal kann ich auch empfehlen. Das ist ein Interviewkanal. Jede Woche ein neues Interview rauskommt. Schaut auch gerne mal vorbei. Verdammt. Warum ist denn jetzt mein Name hier nicht abgespeichert? Also, das ist mein Erstkanal hier. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ich finde es übrigens witzig, dein Zweitkanal hat mehr Abonnenten als der Erstkanal, glaube ich, mittlerweile. Ja, deswegen, ne? Das versuche ich ja gerade zu ändern, dadurch, dass ich da die Leute mal hinschicken will. Aber die hören nicht. Du siehst, Gossip läuft besser als längere Videos. Das ist schlimm. Das ist als, schlimm. Ja. Das ist wirklich nicht gut. Achso, dann, wie gesagt, einen weiteren Kanal, den ich euch empfehlen kann, das ist der vom lieben Marlon. Auch den schaffen wir es dieses Jahr bestimmt noch auf über 1000 Abonnenten zu bringen. Bestimmt, der wächst gerade auch.
Dann habe ich noch so einen anderen Kanal gefunden, der heißt Linkstube. Schaut auch da gerne mal vorbei. Ja, der hier ist das. Gerade 89 Abonnenten. Da schaffen wir heute bestimmt noch die 100. Schaut auch da gerne mal vorbei. Die haben immer so kurze linke Clips. Bündnis Arawak, echt warum beispielsweise. Also, ja,